herzlich willkommen zurück zur ESL-Meisterschaft 2016 Duisburg. Seid ihr bereit fürs Finale? Die Stimmung ist am Kochen. Das ist einfach nur die Inkarnation des Twitch-Chats hier im Publikum. Die Leute gehen richtig ab bei den Spielen. Es macht auf jeden Fall richtig Laune. Ich freue mich sehr. Wir haben zwei Halbfinals gesehen, die enorm viel gezeigt haben über die Teams. Und jetzt sind wir hier mit den beiden besten Teams Deutschlands. Und ich möchte einen großen Applaus für Iguana Esports! Da sind auf jeden Fall die Hardcore-Fans am Start. Sie konnten sich durchsetzen gegen den amtierenden Meister im Halbfinale. Und jetzt treten sie an gegen die Mysterious Monkeys! Die Stimmung in der Arena kocht. Wir freuen uns sehr auf dieses Best of Three um den Titel Deutschlands bester Gamer in der Disziplin League of Legends. Wir freuen uns drauf, unsere beiden Caster Maxim und Karl sicherlich auch. Viel Spaß und einen großen Applaus! Ja, wir sind ebenfalls mit am Start. Der Karl ist ein kleines bisschen eingegangen. Ja, ist auch nicht schlimm. Ja, stattdessen ist Sula da. Ich bin Karl. Ja, und dürfen jetzt natürlich das Finale kommentieren. Ich freue mich absolut drauf, denn beide sind würdiger Natur. Ja. Mysterious Monkeys zwar mit einem Stomp, Iguana Esports hat aber bereits den Titelverteidiger besiegt. Ich denke, das ist ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Also die meisten, die man vor diesem Turnier hätte fragen können, hätten natürlich ESG geantwortet, wenn es um den Favoriten geht. Aber Iguana, die haben mich nicht irgendwie geschlagen, sondern sie haben sie einfach wirklich outplayed. Sie waren die besseren Spieler am heutigen Tag. Und wenn man das Favoritenteam schlägt, dann, wie du schon erwähnt hast, zählt man eigentlich selbst so ein bisschen zu den Favoriten. Wobei natürlich die Mysterious Monkeys mit 2:0 auch ziemlich souverän hier ins Finale eingezogen sind. Und beide haben schon die ein oder anderen interessanten Picks ausgepackt. Corki Mitte zum Beispiel fand ich super. Ist ja momentan auch in der Solo-Queue ziemlich beliebt. Und ich freue mich auf jeden Fall ziemlich aufs Finale. Und vor allem jetzt doch casten zu dürfen hier. Ich musste die ganze Zeit zugucken. Und jetzt warten und geduldig sein. Du wolltest ja auch die Szene manipulieren, also das muss man auch dazu sagen. Ja, warte mal, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Normalerweise wird man mit einem Bann belohnt, wenn man mit Pferdekopf da hochklettert. Ja. Steht das so im Vertrag drin, ja? Wenn du mit Pferdemaske hochgeht, kein Cast. Ja, wir mussten sie ja 2 Stunden abkleben bei dir, aber das hat ja dann mit dem Bügeleisen gut funktioniert. Fakt auf jeden Fall ist, Mysterious Monkeys hatten auf der Seite den deutlich schwächeren Gegner. Also muss man auch dazu sagen. Ja. Also Icewind Yu hat sich auf jeden Fall nicht bewährt. Und ja, Mysterious Monkeys da gut durchgestompt. Ich würde ihnen trotzdem die Favoritenposition so ein Stück weit geben, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach wesentlich solider vorbereitet wirkten, was diesen Patch angeht. Das bedeutet, sie haben sich ohnehin in der Gruppenphase gut vorbereitet. Das muss ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und natürlich haben sie gezeigt, dass sie verstanden haben, was man auf den 22er einfach tut. Er liegt ihnen wunderbar. Und sie selbst haben ja auch schon ESG besiegt, wenn man nur an die Gruppenphase denkt. Beziehungsweise an die Qualifikation. Und ich sag mal so, also beide Teams sind in der Lage, den Titelverteidiger zu schlagen. Nun dürfen sie gegeneinander antreten. Ja, absolut. Also ich denke, für viele war vorab so ESG gegen Iguana so ein bisschen das inoffizielle Finale, aber jetzt, nachdem man beide Teams oder alle 4 Teams gesehen hat, denke ich, kann man sich auf jeden Fall hier drauf freuen, wie schon erwähnt, Iguana, haben ja zum einen mit Genix und Frenic auch die Titelverteidiger von ESC, von der Gamescom, die ja bereits ESG geschlagen haben vor einigen Monaten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch vor allem individuell unglaublich starke Spieler, gerade wenn man auch mal auf die Challenger-Ladder guckt. Wir haben Kex dabei, wahrscheinlich einen der besten individuellen Top-Liner, den wir bei der ESL-Meisterschaft überhaupt haben. Wir haben HeQ, unglaublich guter AD, ich glaube 700 Punkte, Challenger, 800 Punkte, irgendwas in der Richtung. Frenic, der, wie schon erwähnt, der amtierende Champion sogar. Oder? Täusche ich mich gerade? Er ist sehr weit oben. Er ist sehr weit oben. Top 5 auf jeden Fall. Er ist ziemlich gut. Er ist besser als wir. Ein bisschen. Aber nur ganz klein, also liegt halt wirklich nur, er spielt auch ein bisschen mehr als wir. Wenn wir vielleicht 2 Stunden mehr spielen würden am Tag oder Monat, dann 2,5. Ja. Also mit 2 Stunden, nein, aber mit 2,5 schon. Die große Sache, und die hast du vorher schon angesprochen, ist, dass Mysterious Monkey eine extrem dominante Performance gegen ESG hatte, und zwar in den Playoffs. Die haben meiner Meinung nach diesen Patch hier von allen teilnehmenden Teams bislang am besten verstanden. Das hat auch die bisherige Leistung gezeigt. Und die Frage ist, ob das jetzt gegen ein Team wie Iguana Esports ebenso funktioniert. Von den Lanern her, also von dem bloßen Skill auf den Lanes, sollte das deutlich enger werden als eben gegen Ice on You. Die Frage ist halt nur, ob die Strategie der Teams
ausreicht, um das Ganze nach Hause zu tragen. Meiner Meinung nach, Mysterious Monkeys da ebenfalls überlegen, bessere Rotation, bessere Objective Control, dank Kanani. Und wenn man das Ganze relativ even halten kann, was die Lanes angeht, dann gehen sie hier als Favorit ins Spiel. Ja, da kann man auf jeden Fall nur zustimmen. Ist ja die Frage, wie schnell sie sich jetzt auch anpassen. Also das Seltsame ist ja, dass Rek'Sai wieder zurückgekommen ist über natürlich die entsprechende Mastery. Courage of the Colossus steht einfach Rek'Sai pervers gut. Es ist halt unfassbar easy, diese Mastery auszulösen und dann auch die normale Aufgabe in Rek'Sai zu erfüllen, und zwar mitten im Fight drin zu sein und im Early Game zu rasieren bzw. Druck auszuüben. Beide haben sie gespielt. Beide waren mit ihr entsprechend erfolgreich. Jetzt ist halt die Frage, wer bekommt sie zuerst? Denn First Pick wird Iguana Esports haben. Das bedeutet vielleicht sogar eine Reaktion. Rek'Sai First Pick, 100%. Entweder First Pick oder vielleicht sogar Bann. Ja, also ich gehe davon aus, dass man Rek'Sai... Bann ist halt für mich dann eher Mysterious Monkey-Kandidat. Blaue Seite wird man den Champion nicht bannen werden. Beide Jungler haben ihn bislang präferiert. Beide haben alles drauf gesetzt, diesen Champion zu bekommen. Und das ist für mich, das schreit nach First Pick. Vielleicht macht man auf Seiten von Mysterious Monkey sowas wie, okay, wir lassen Syndra und Rek'Sai offen, oder wir lassen Rek'Sai und irgendeinen anderen Priority Pick offen, den man First Picken könnte, und tradet dann 2 gegen 1. Das kann man machen, weil Rek'Sai ist jetzt nicht unantastbare Nummer 1 im Jungle. Wobei ich sagen muss, bezüglich der Syndra haben wir ja von Iguana selbst im Spiel, ich glaube, es war sogar Spiel Nummer 1 gegen ihn, nicht viel gesehen, genau. Gesehen, dass die Syndra nicht immer so viel Einfluss hat, wie man vermutet. Und vor allem auch der Corki mit Hexdrinker First ein ziemlich möglicher Pick gegen Syndra ist, weil man hat zum einen die Lane-Präsenz und man ist safe, scaled gut, und es hat im Midgame einen ähnlichen Spike. Die Zuschauer haben da für Mysterious Monkeys bisher gewotet, 60%, ist aber deutlich knapper, als zum Beispiel noch bei ES gegen Iguana war. Das stimmt. Da war ja Iguana der Underdog und hat trotzdem gewonnen. Also es ist relativ eng, kann man, denke ich, sagen. Ja, ja. Da ist auf jeden Fall absolut zutreffend, und wir werden auf jeden Fall schauen, wie das dann in der Pick-and-Bun-Phase nochmal abläuft. Also Wiederholung. Das First Pick Iguana Esports. Wir haben verschiedene Prioritäten, auch eine Syndra und so weiter. Sehr, sehr beliebt. Wir haben jetzt nicht so cheesige Sachen wie Ivern, denke ich, am Start. Da wurde ESG so ein Stück weit gegen gecountert. Aber das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist halt diese fehlende Jungle-Variation. Also Elise ist vielleicht so ein obvious Ding gewesen, so buchstäblich. Und jetzt müssen wir halt schauen, was ist denn neben Rek'Sai jetzt noch offen, wo man sagen kann, okay, da kommen wir gegen klar. Weil irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass wir das schon mal hatten. Es gibt Rek'Sai und dann alles drunter. Ich denke, Hecarim steht aber auch noch auf jeden Fall auf dem Tisch. Ja, gerade. Aber der letzte Hecarim war einfach furchtbar. Kolossus. Aber Hecarim ist eben dieser sehr stark in eine Richtung polarisierende Champion. Bist du gut im Spiel, bist du richtig gut im Spiel und kannst deinen Kit perfekt ausnutzen. Bist du schlecht im Spiel, ist dein Kit nicht unbedingt dazu geeignet, um wieder zurückzukommen, weil du musst als Hecarim reinchargen, du musst aggressiv gehen und deinen Schaden ausnutzen, um in die Backline zu gehen. Und wenn du einmal in der Backline bist und dein Schaden, weil du zu wenig Items, zu wenig Feed, zu wenig Level, was auch immer hast, nicht reicht, dann kannst du nicht mehr ganz so viel machen. Also ich bin gespannt, ob jetzt hier beide Teams im ersten Spiel erstmal sagen, wir packen irgendwas Safes aus, gehen da in Richtung erstmal antasten, oder ob sie wirklich sofort sagen, all in, wir wollen hier sofort den Sack zumachen. Und bisher haben ja generell die Spiele einen eher aggressiven, aber trotzdem kontrollierten Charakter gehabt, finde ich. Wir haben im Vergleich zur ESL-Meisterschaft normalen Season, beziehungsweise den Cups, ziemlich wenig random Kills gesehen. Also gerade auch im ersten Best of Three waren relativ viele Low-Kill-Games dabei, die aber trotzdem nicht unbedingt passiv gespielt wurden. Das fand ich ziemlich schön zu sehen. Ja, wobei halt ESG generell halt sehr vorsichtig spielt. Das haben wir auch in der Gruppenphase gemerkt. Sie spielen das einfach kontrolliert runter, gerade aus der Führung heraus, die sie durch eine Rotation sich erarbeiten im Normalfall. Und dann ist halt absolut GG in der normalen Situation. Die Spieler sind auch relativ breit, warten jetzt quasi, bis das Kommando kommt, dass sie in die Pick-and-Bun-Phase reingehen können. Und dann werden wir auch Zeuge dieser ganzen Geschichte. Also ich persönlich bin auf jeden Fall gespannt. Wir hatten die letzten Jahre Finalspiele, die halt immer noch in 2-0 verlaufen sind, die relativ, relativ knapp waren. Ja, hier sehen wir sie, die Leute mit dem Standard-X-Split-Filter, den wir auch bei uns ab und zu mal verwenden. Na, oh, da ist Dubbing. Der Dub. Na, und den Dub kann man ja gar nicht verhindern, sobald eine Kamera drauf zeigt. Sehr gut gemacht, aber auch in der Ausführung war das schon eine gute Ausführung. Also die Beno, der kriegt ja auf jeden Fall 9 von 10. Na. Und 4 von 5 Wise natürlich. Hier sehen wir jetzt übrigens einen Faktor, der vielleicht entscheidend sein könnte. Iguana Esports mit einem LCS-erfahrenen Coach zur Stelle. Tatsächlich, ja? Ja. Wir haben vorher bei Splice gespielt, als Analyst, also Inhouse-Analyst, hat in Berlin gewohnt mit Splice. Und der Junge weiß schon, was er macht, wenn es ums Coaching geht, also wenn es um League of Legends geht. Auf der anderen Seite Kanani wortführend. Ja, er mit dem Büchlein vor sich und bestimmt da die Strategie und Vorgehensweise des Teams. Kann ein Vorteil sein, ja. Also man
kann gerade in diesem Szene, wenn du halt selbst die Taktiken kreierst, dann weißt du sie als Jungler, die auf dem Patch hier sehr, sehr entscheidend sind. Und ich glaube, so eine Führungsposition für Mysterious Monkeys zu haben, ist auch extrem wichtig, weil wenn wir uns die Namen anschauen, Broken Blade, Abedage, Double G, Quicktime, das sind alles Namen, die wir von der ESL-Meisterschaft offline noch nicht kennen. Also die sind wahrscheinlich alle so ein bisschen nervöser und auch noch unerfahrener. Und da jemanden zu haben wie Kanani, der schon zig Offline-Events gespielt hat und da sehr viel Erfahrung mitbringen sollte, ist, denke ich, ziemlich, ziemlich hilfreich und hat sie hier auch dementsprechend dadurch mitunter ins Finale befördert. Und wir sehen das auch, die Syndra, über die wir gesprochen haben, ist sofort rausgenommen mit ein paar anderen interessanten Bands noch. Maokai kann ich verstehen, Ashe kann man ebenfalls nachvollziehen, die war jetzt mehrmals gebietige Keyword im Prinzip nur Ashe gespielt. Ja. Und man muss dazu sagen, dass man auch auf den Rise immer wieder shield Insta-Log. Und wir haben es prophezeit. Insta-Log, Rek'Sai, First Pick. Sehr gut gemacht auch. Also eine andere Antwort gibt es darauf nicht. Jetzt ist halt nur die Frage, kann Kanani hier antworten? Im Normalfall ist Hegerim tatsächlich ein sehr guter Pick dagegen, weil du kannst die Early-Game-Pressure kannst du halten. Und hier kommt es, wenn du gut bist, ja, dann weißt du, dass Rek'Sai den Blue-Buff skippen wird und kannst das Ganze prophezeien. Ebenfalls ein Camp skippen, einfach nur beide Buffs abfahren und dann auf den Counter-Gank in der Top-Lane warten. Wenn du das machst, hast du halt immer die Überhand, weil du den Red-Buff hast. Du musst aber Blue starten, so. Das ist halt das Einzige. Auf Hecarim, ja. Generell ist das Problem bei der Botlane, beim Botlane-Start, wenn man auf der Botlane ein ebenbürtiges Matchup hat, die eine Botlane beim Jungle hilft und die andere nicht, dann hat die automatisch schon einen ziemlich gigantischen Nachteil, wenn die Gegner das gut ausspielen. Also, es ist eine Möglichkeit, absolut. Es ist halt dann, du gibst in diese Cheese-Richtung, da sagt die Botlane, okay, wir gehen passiv, picken vielleicht auch eine passive Lane, da versucht man Top-Lane zu snowballen, kommt ganz darauf an, was der Plan hier ist. Das ist schon mal eine sehr gute Zusammenstellung. Also an Olaf haben wir gar nicht gedacht. Der Olaf hat nur ein Problem und da bin ich jetzt übelst gespannt, wie kann er das lösen? Was zur Hölle nimmt er als Kiste und so? Wir haben halt Variationen gesehen mit Favor of Battle, unfassbar bad. Thunderlord haben wir gesehen. Das ist wahrscheinlich noch das Reparabelste. Einige haben sogar Storm Raiders genommen. Also es ist halt wirklich schwierig für ihn, sogar Bond of Stone. Das ist halt unfassbar bad. Und mit Thunderlord gehst du einen Tree entlang, der für andere, aber auch für dich gefährlich ist. Ja. Und ja, das ist halt die Frage, wer dann hier den Kürzeren zieht. Karma finde ich auf jeden Fall top-notch. Passt zu dem Kollegen Olaf sehr gut. Ja, absolut. Und Lee Sin wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen, auch einer der beliebteren Jungler momentan. Wobei natürlich da auch die Gefahr, dass man, wenn man im Early Game nach hinten fällt, immer nur noch diesen Kick hat und nicht mehr den Schaden relativ groß ist. Und Olaf ist halt genau quasi in eine ähnliche Kategorie wie Lee Sin einzuordnen. Early Game brutal stark, kann sehr hart snowballen und fällt dann dafür im Late Game ab. Wobei wahrscheinlich Olaf einer der Jungler ist, die sogar mit am härtesten abfallen, weil er im späteren Spielverlauf Ult anmacht, reinrennt und bevor er ankommt, fast schon steht. Ich hätte im absoluten Late Game, hätte ich lieber einen Olaf. Lee Sin meinst du? Ja, auf jeden Fall. So, und bis dahin den Olaf. So, das also ich hätte als Endgame auch lieber einen Olaf im Gegnerteam im Late Game, der sich dann nach 10 Autotags verkrümeln darf, als Lee Sin, der mich 5 Leute die Full-Item-Mütze reingibt. Gerade wenn wir jetzt noch die restlichen Picks sehen mit der Zyra, die nur mit Damage antworten kann. Ja. Und mit Kennen, der quasi erstmal durch dich durchgeht, dir für 12.000 Blitze verpasst, du denkst, Mist, jetzt muss ich ulten, verliere meine Resistenzwerte und bin halb tot beim Kämpfen. Das ist aber wirklich durchdacht von Iguana Esports hier. Sowohl Zyra als auch Kennen sind zwei Champions, die im Midgame, in Teamfight-Situationen um Objectives herum, Olaf dazu zwingen, das Ultimate sehr früh zum Engage zu nutzen. Das heißt, Olaf wird nicht mehr die Möglichkeit haben, in die Backline zu kommen, dann sein Ultimate zu zünden, um wieder rauszukommen. Also Olaf wird hier, wenn er reingeht, geht er wieder raus. Es wird Splittergranaten-Item-Bild werden. Oder das wird halt ein Splittergranate werden vom Playstyle her. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kennen blind ist aber auch so eine Geschichte. Das stimmt. Wobei natürlich der Flexpick noch möglich ist. Kennen Mitte, Kennen Top, beides. ADC. ADC Kennen. Hurricane Rush. Und das ist es eben, wenn man Kennen jetzt in die Top-Lane stellt, dann spielt man da gegen Fioh, gegen Irelia. Ich aber als Skill-Matchup einschätzen, oder? Es ist ein Skill-Matchup, was allerdings sehr hart in Richtung Irelia snowballen wird. Ja, das denke ich auch. Also sobald das Trinity Force, es gibt nichts, stimmt, was Irelia mit Trinity Force aufhält. Sheen. Es reicht halt schon das Sheen. Du hast den sehr starken, du hast den Doran's Blade Start, wo Kennen mit den Auto-Attacks Irelia noch ein bisschen rumschubsen kann. Dann allerdings First Base, wenn da Sheen und Phage-Komponenten bei rumkommt, dann wird Irelia unaufhaltbar sein. Da ist nichts mehr zu machen. Level 6 würde ich sagen, nichts mehr zu machen für Kennen. Ansonsten haben wir jetzt hier noch Ezreal eingeloggt. Ist natürlich ein absolut safer AD Carry und die Comp von Mysterious Monkeys deutet natürlich ganz darauf hin, dass sie auf den Dive gehen und der AD Carry sich da selbst so ein bisschen alleine zurecht beschützen muss. Das kann man Ezreal natürlich super gut. Die Lane-Präsenz mit Karma Ezreal jetzt nicht die stärkste, also da wurde das Potenzial nicht voll ausgeschöpft. Was zum Beispiel eine Vayne ermöglicht. Vayne ist eine sehr riskante Möglichkeit, gegen Ezreal aber machbar, weil Ezreal zum einen nur Skillshots hat, die großartig Schaden machen, die eine Vayne ohne Probleme dodgen kann. Und ein Ezreal kann eigentlich zu keinem Zeitpunkt 1v1 auf der Sideline safe farmen gegen eine Vayne.
Eine Vayne. Das ist hier, hier kommt's. Gegen das Team, die sind super low range. Ja, ja. Das, was Vayne schlecht macht, ist ihre Laning Phase. Gegen Karma, Ezreal mit Zyra nicht das Problem. Und was sie noch schlecht macht, ist sowas wie ein Viktor, sowas wie eine Syndra. Irgendwas in der Mitte, was sie auf mehr Range als die Auto-Attack-Range hat, one-shotet. Wir wissen ja nicht, was die Mitte ist. Das ist die Gefahr, aber der Viktor ist zum einen schon weggepickt. Viktor ist der Nummer 1 Grund, warum wir Vayne monatelang Syndra nicht mehr gesehen haben. Syndra und Syndra Viktor ist gebannt. Und Ryze ebenfalls. Orianna ebenfalls. Cassiopeia ebenfalls. Das sind 5 Champions, die, oder 6, ich kann zählen, ist nicht so gut. Das sind so ungefähr 8. Das sind einige Champions, die verdammt Handvoll, gut gegen Vayne funktionieren. Eine Handvoll, ja. Ungefähr eine Handvoll Champions, die halt wirklich sehr gut gegen Vayne funktionieren. Zehn ist halt RIP. Keine Gefahr für Vayne. Ja, du kannst als Vayne hast du sehr gutes Self-Peeling, sowohl gegen Olaf als auch gegen Irelia und baust damit mit dem Crit-Bild auch noch Kill-Pressure auf. Ja, also Olaf wirst du Tumble Q und Olaf denkt, okay, ich geh zurück. Ich genau die Vayne gefällt mir unglaublich gut hier. War ein gewisses Risiko da, aber sie haben, wie schon erwähnt, die ganzen Gefahren in der Mitte weggepickt oder weggebannt. Ja. Also absolut starke Pick und Bann, was sie hier führen, Iguana. Wir haben in der Botlane, führende ich, ein Winning-Matchup. Midlane ist, denke ich, auch wieder eine Richtung Skill-Matchup. Toplane könnte das Problem werden, wenn die Irelia da außer Kontrolle snowballt. Das wäre so die. Aber da haben wir eben schon gesehen, dass Kanani einen sehr hohen Fokus darauf setzt, im Early-Game die Toplane nach vorne zu bringen. Also Broken Blade und Kanani funktionieren sehr gut zusammen und setzen sehr viel Early-Pressure auf diese Toplane. Wenn man da. Das ist halt echt einfach eine gesamte Anti-Olaf-Kompso. Ja, aber wenn man alles, was Olaf hasst. Ja. Das passiert, wenn du Olaf so viel zeigst. Ich meine, wir haben gerade sehr viel darüber diskutiert, wie gut Vayne gegen X und Y ist und wie safe sie eigentlich ist gegen diese Komposition. Wenn Kanani Irelia nach vorne bringt und Irelia in 10, 12 Minuten Trinity Force sich gönnt, dann ist da auch für eine Wobei Vayne ich sagen muss, selbst dann ist Vayne noch einer der besseren Champions, wenn es darum geht, gegen Irelia zu Aber hören. Immer noch schlecht. Du hast als AD Carry, egal wer, immer schwere Zeiten gegen eine Irelia, gegen eine gefeedete Irelia noch ein bisschen mehr. Aber Vayne kann eben mit ihrer Unsichtbarkeit arbeiten, kann mit ihrem E vor allem arbeiten, weil im Endeffekt Irelia macht sehr viel Schaden und ist sehr mobil, wenn sie reinkommt mit dem Q, aber sie hat nur einen Q. Ja, und den Q kannst du halt sogar mit dem E, also mit dem Condemn unterbrechen. Genau, das ist das Ding. Und ja gut, das ist auch Dream so. Ja, aber das haben wir jetzt sogar im King of Spandau gesehen, ne? Was heißt denn hier sogar? Das war auch ein Traum. Das ist auch schon nie passiert. Entschuldigung, na gut, Meister. Die Spieler bereiten sich vor, wir werden gleich in das Spiel hineinhüpfen. Na, entsprechende Konzentration ist gegeben. Sie fangen schon an, blau zu leuchten. Und das kann man ja auch ohne Probleme tun. Ja, wir sehen es. Iguana Esports gegen die Mysterious Monkeys. Zwei Teams, die absolut verdient hier im Finale am Start sind. Komposition mit 9 Champions wieder da. Wir dürfen sogar eine Vayne beobachten. Ein Kennen Irelia Toplane-Matchup. Also da ist auch purer Skill gefragt. Das wird der absolute Dream. Und Leute, es geht schon wieder los. Wir müssen natürlich so tun, als ob wir ganz normal weiterreden, weil wenn wir ganz leise sind, dann gehen die nicht weiter rein. Hallo, hallo. Oh, der geht los! Albert, der 5-mal Super Engage. Die Frage ist, wer geht weiter? Die Bombe platzt. Zack, da wurde nicht gegen geheilt. Oh Mann, da waren aber auch viele Ziele, aber ich glaube, der Heal hätte eh nicht richtig gesessen. Du kannst mit deiner Maus, wenn du über den richtigen Champion drüber, den drüber aufs, aber die, selbst die haben ja geklumpt, also du kannst auch über die Icons Axt gehen, gesehen. Wobei das natürlich minimale Sekunden waren, die sie hier zeigen. Oh, First Blood somit das für ist mein die Pulsanzeige. Ja, da ist die Pulsanzeige. Das ist jetzt bei 300. Also Olaf ist aber auch in solchen Matchups einer, oder in solchen Aufeinandertreffen. Super stark. Eine der besten Champions, die du haben kannst, weil er diese Axt hat, die, wenn sie gefangen wird, keinen coolen hat. Die hat jetzt hier dieses ganze Ding gecarried. Einmal natürlich, weil sie 5-mal geslowt hat und jetzt den Kill beschert hat. Und 3 Äxte waren das übrigens. Jetzt, oder 3 sogar. Ja, das waren jetzt, 3 Äxte. Das sind jetzt Schuhe, die er sich geholt hat. Damit wird er den Jungle zwar nicht schneller clearen können, aber eben vom Gank-Potenzial her nochmal einiges rausholen. Ja, die Messung hat natürlich beim Invade stattgefunden. Das heißt, ein 130er Base-Pulse ist natürlich, ja gut, ja, da würde ich auf jeden Fall den Doktor rufen. Aber, ist ja nicht getan worden, ist auch absolut kein Problem. Sehr, sehr unterhaltsamer Start, so wollen wir es sehen. Aber auch grausamer Start. Also wir haben ja über die Präsenz von Kanani geredet in den letzten Begegnungen. Jetzt hat er einfach einen First Blood. Er hat Schuhe als Olaf. Ja. Kein Flash vor allem jetzt auf Zyra. Und das ist halt super gefährlich. Also die Lane, wo ich vorher auch noch gesagt hätte, aber was heißt, natürlich hätte ich das vorher auch gesagt, dass die so ein bisschen zugunsten von Zyra Vayne ausgehen wird. Ist halt jetzt wieder im Early Game ein bisschen umgeschwankt. Das Flash tut da Zyra extrem weh. Man muss aber sagen, man könnte, wenn du das hier mit einbeziehst, sogar für das Saven des Heals sprechen. Denn hätte Heek hier seinen Heal benutzt, wäre Kex zwar weggekommen, aber man hätte auf der Botlane so unglaublich viel Druck aufgegeben. Und eine der Stärken vom Heal ist einfach nur, ihn zu haben. Und damit dem Gegner diese Angst, oder Summoner-Spells sind nicht nur da, um es benutzt zu werden, sondern auch eben, um Druck aufzubauen. Wenn hier raus ist, dann kann eine Ezreal Kamerlane so unglaublich viel aggressiver spielen, weil dieser Tankiness der Vayne einfach fehlt. Genau. Ja.
da wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig gegenzuhalten. Ich meine, du kannst auch den Gegner in schwierige Situationen ködern und so weiter. Also hier ist einfach pures Bait-Tool, zumal Ignite nicht mehr so häufig mitgenommen wird. Bei Syrah ist es klar, Syrah kann nur töten, deswegen soll es ja auch gefährlich den Zünden mitnehmen. Aber bei einer Karma ist es so ein Stück weit anders. Karma braucht das Exhaust einfach für Vayne. Das ist halt ein klassischer Summoner-Spell gegen Vayne. Interessant auch, dass wir die Double-TP-Mechanik bei Mysterious Monkey sehen. Zilean ist ja so ein Champion, wo man denkt, okay, welcher Summoner-Spell nützt mir da jetzt wirklich viel? Exhaust habe ich sehr oft gesehen gegen Champions, die halt ein bisschen offensiver gehen. Teleport ist die andere Variante. Oha, das Q kommt durch und da kommt der Kanani-Train. Tschüss! Putz! Oh! Er nimmt ihn noch mit! Das war ärgerlich! Der hätte Broken Blade wegflashen müssen. Ja. Das ist halt der Dream für Kekzia an der Stelle. Denkt so, nice, wurde gegankt, kriegt noch einen Kill raus. Aber und die Lane ist vor allem am Pushen. Das heißt, Broken Blade wird extrem viel Farm verlieren. Kex kann einfach zum Tower porten. Da sieht man es. Kanani zieht schon ab. Also kann Kex beide einfach... Porten. Der hätte gar nicht flashen müssen. Also er hätte gar nicht wegflashen müssen. Er hätte sich einfach 2 Sekunden vorher zurückziehen können. Ja, also da war, ist eine auch Wave. Sehr viel Schaden, der darüber gekommen ist. Aber wahrscheinlich gerade noch der W-Proc plus eventuell Q. Der Q, genau. Das hat alles getroffen. Gleichzeitig hat Ken relativ hohe Base-Damages. Ich kenne mich da natürlich auch. Ja, Ken in Top-Lane. Ich meine, wenn wir Ken in ADC spielt, der weiß sofort weiter. Auch. Kanani ist. Oh, schön abstanden! Jennax muss da flashen. Jetzt kommt hier der Kollege. Oh, da kann Olaf eigentlich durchrennen. Aber er hat gedacht, ah, nee, der hätte machen können. Jetzt aber der Double-Knock am Kanani. Der leidet. Frenic mit dem jetzt abartigen Base-Schaden. Das war wirklich nicht schlecht gemacht. Da hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der rennt da durch. Ja. Also hätte er machen können. Also hätte er hinterher gehen können. Ist natürlich die Sache, Olaf hat Ghost. Dieses auch nicht mehr zur Verfügung gehabt. Also wäre das so ein bisschen straightforward. Ich renne einfach in meinen Verderben gewesen. Und der Schaden, der hier rübergekommen ist nach dem Flash-Knock-Up von Rek'Sai. Der war auch ziemlich gewaltig. Hat sich ganz schön gesessen. Ja, da muss man auf jeden Fall einen kleinen Blick drauf werfen das nächste Mal. Der gute Frenic. Trackball. Einfach nur GG. Ja, das ist der Trackball. Jetzt wird schon um die Kamera geschaut. Ne? Wird er hier mit Trackball gespielt? Ja, das ist der Trackball. Das ist die alte Curb-Mechanik, ja? Curb-Mechanik. Ich kenne es auch bei Counter-Strike-Spielern, muss ich sagen. Bei Counter-Strike? Trackball? Ja. Der Trackball ist dann quasi auf. Das ist dann wie, wirklich wie ein Gewehr. Ganz langsam musst du dich da bewegen. Aber es können nur ganz wenige Menschen. Wir sehen Kanani auch bereits. Ein weiteres Mal auf der Top-Lane, Kex hat aber gleich seinen Flash. Ist auch ein Level vorn, geht vom Item-Bild her sehr aggressiv. Ich könnte mir als erstes einen... Oh, Kanani, du bist einfach nur ein Tier, ey. Kommt jetzt hier Top-Lane, Kennen hat keinen Escape. Kann höchstens in 1:1. Oh Gott, grausamer Tod über das Q. Ja, er hat ihn einfach nur als Minion betrachtet. Als Minion-Reset. Sehr, sehr schön gemacht. Wahrscheinlich die richtige Entscheidung, wenn man betrachtet, dass Broken Blade... Er ist sogar noch auf Cooldown bei ihm. Ach, stimmt, war noch knapp auf Cooldown. Super, selbst super wenn wir halt Broken Blade mit dem Q hinterhergekommen ist. Oder sehr bitter auf jeden Fall. Aufgespannt. Man muss sich jetzt halt fragen, war das wirklich nötig? Kex hat relativ weit nach vorne gepusht, hatte keine Tribush Vision. Und wenn du so weit nach vorne gepusht bist, dann brauchst du ja den Ward im Tribush eigentlich. Ich glaube, da stand eine Control Ward, oder nicht? Der Ping stand schon vorher. Der von Kanani stand schon vorher. Oh, Kanani, ey, der ist ja überall. Sammelt die Bombe aber nicht ein. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall für mehr Schaden sorgen können. Spielt aber keine Rolle. Er kriegt den nächsten Kill. Der Junge ist on fire. Macht das hier wunderbar. Der Techno-Wikinger ist im Haus. Kanani Wahnsinn. Ist hier nach Duisburg gefahren mit der Meinung, ich hole mir diesen Pokal, wenn es sein muss, alleine. Ja. Hat er wirklich bislang in jedem Spiel war er der entscheidende Faktor für den Sieg der Mysterious Monkeys. Sehr, sehr. Sehr, sehr gute, kontrollierte Performance von ihm. Und hier auch wieder Top-Lane, Mid-Lane, Top-Lane, Mid-Lane. Er macht ja überall die Plays und sorgt für Druck. Ja, einfach bisher wunderbar. Bisher kann der Frenic nicht wirklich mitziehen. Hat hier zwar in der Mid-Lane einmal einen guten Counter-Gank gesetzt, aber overall bisher nur gefarmt und selbst da nicht wirklich abgesetzt gegenüber Kanani. Geht hier auch sehr aggressiv in Richtung Tiamat als erstes, um dann natürlich nochmal mehr Burst-Damage und vor allem auch Clear im Jungle zu haben. Drachen bisher auch ignoriert ist ein Ocean Drake. Für beide Teams wahrscheinlich eher nicht so relevant. Generell ist das Motto von beiden Comms eher All-In. Also da ist nicht sonderlich viel mit Sidelanes pushen. Das wird, bei einer Irelia. Das wird jetzt wieder ein Top-Lane-Gank werden. Das wird der nächste Kill oder zumindest aber der Flash. Und das Level 6. Und er zieht sich sofort zurück. Er weiß halt Bescheid. Man möchte hier über die Pflanze gehen. Ja, das ist ein cooler Weg, den man normalerweise nicht kann. Also du verkürzt auf jeden Fall die Zeit, wenn du darüber springst. Und Kennen ist da geblieben. Also Broken Blade chillt. Ja, da weiß er ganz genau, ich kann jetzt hier auf jeden Fall die Freeze-Mechanik auspacken. Hat auch gleich einen Farmer. Und Kennen will eigentlich vorne sein.
bisschen wenig. Insbesondere gegen Irelia. Jetzt, dadurch, dass Irelia mit dem Hextrigger gestartet ist, herrscht halt relativ wenig Kill-Pressure im 1 gegen 1. Da benötigt es dann schon auf jeden Fall von Frenic. Ein ziemliches Zeichen an Respekt auch hier auf Hextringer First zu gehen. Das sieht man nicht. Ist eine Möglichkeit, ja. Aber nicht nach drei Gangs. Nicht immer, genau, das ist das Ding. Hat so viel Hilfe bekommen und entscheidet sich trotzdem für den passiven Itemweg. Und im Endeffekt ist er ja durch die Kills nicht unbedingt weit nach vorn gekommen. Er ist immer noch vom Level hinten, er ist vom Farm even, hat zwei Assists mehr, was ihm overall wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr Gold gibt. Aber ich denke, dieser Unterschied wird relativ vernachlässigbar sein. Und wenn du 100. gegen eine Vayne Trinity Force erst Minute 20, 25 fertig hast und deine Rüstungs-Items dementsprechend noch später, dann wird das mit Irelia vielleicht auch gar nicht mehr so einfach. Er hat einfach, glaube ich, die Prämisse für sich selbst, ich will nicht sterben. Ich will einfach nicht drauf gehen. Wenn der in der Malstruck kommt, sei es so, dann stunne ich den Gegner und renne halt mit 2000 km/h raus, wenn ich später den Fage habe. Also das wird, denke ich, mehr so eine Sicherheitsgeschichte sein. Klar, für ihn ist es wichtig, Blade oder beziehungsweise das Trinity Force zu haben, um einfach EQ bedroht zu werden, aber ich glaube, den Cannon zu feeden wäre noch schlimmer, weil wir haben ja über die Komposition geredet, sie will einfach Olaf wegbürsten. Wieder jetzt hier Xenax, der rennt da durch, der hat die Bombe da drauf, traut sich aber nicht weiter rein. Hätte man vielleicht durchziehen können, sehen irgendwann noch Melly, aber Freddy geht zur Stelle. Der früh die Ultimate auf sich gecastet, die könnte man abwarten. Zieht sich nun zurück, TP kommt raus, das ist eine Irelia, ja? Kommt sofort, nein, die kommt gar nicht erst durch. Das ist, denke ich, auch die richtige Entscheidung. Läuft jetzt mal zerlenkt. Gut abgewehrt, dieser Gank. Da ist es wahrscheinlich sogar richtig gewesen, dass Kanani nicht für den Dive gegangen ist. Die Möglichkeit war da und es war wahrscheinlich auch eine sehr attraktive Entscheidungsmöglichkeit, aber im Endeffekt dann da absolut richtig entschieden, weil unterm Tower gegen einen Rek'Sai, der dich einfach mal so easy knockupt, macht nicht ganz so viel Spaß. Möchte man hier anscheinend Karma diven und das ist super möglich mit Rek'Sai. Ja, Minion Wave ist riesig. Jetzt muss man aber langsam rein. Level 6 Butter bei die Fische, kam der Ward gerade. Jetzt geht's los. Afan, er hat noch seine Ultimate, er hat alles zur Verfügung. Eport Flash ist raus. Gleich geschimpft und da kommt Kennen! Starkes Ding. Und rasiert! Super stark gespielt. Und da hat man natürlich den Teleport-Vorteil perfekt ausgenutzt. Man hat gesehen, Broken Blade, der hat es gerade versucht in der Midlane, hat es abgebrochen. Sofort der Call höchstwahrscheinlich, lass zur Botlane gehen, wir können da eine Überzahlsituation machen. Und selbst wenn das nicht funktioniert hätte, jetzt hier die beiden abzuholen, wäre der Tower definitiv free gewesen. Jetzt kriegt man beide Kills plus den Tower, wahrscheinlich sogar noch den ersten Drake. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass man in den Toplane-Tower verliert. Das ist absolut worth für Iguana. Und vielleicht kann man den sogar verteidigen. Ken ist bereits auf dem Weg und der aber ist ja... Aber er wird gedived werden. Ken hat keine Ultimate, kein Nichts, keine Tankiness. Protobelt ist raus. Ah, das stimmt wohl. Wobei der gleich wieder ready ist, der Protobelt. Und Rek'Sai jetzt auch schon. Ich glaube, der Turm ist da. Ja, Rek'Sai kann das kann er verteidigen hier. Er wird das hier verteidigen können, aber er muss halt jetzt weg. Rek'Sai muss jetzt move. Er muss jetzt das verteidigen. Er macht die Wölfe. Naja, macht er die Wölfe? Nee, der ist down. Aber mit Rek'Sai hätte man das, glaube ich, easy verteidigen können. Hätte man besser spielen können. Also, das Play auf der Botlane von Iguana eSports war Weltklasse. Man hat gewusst, dass Irelia mit Teleport nicht antworten kann, da dieses gerade erst in der Midlane verwendet wurde. Das heißt, man hat absolute Knowledge über den Teleport-Timer. Zilliant ebenfalls keine Option, gerade erst in die Midlane geteleportet. Das heißt, was auch immer man jetzt hier mit dem Teleport von Kex in der Toplane macht, wird unbeantwortet von den Mysterious Monkeys bleiben. Und dann wartet man einfach darauf, diese Karma, die angeschlagen ist, zu dive. Man kriegt alle Summoner Spells in der Botlane. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Man kriegt sofort alle Summoner das Space, dann kriegt beide Kills plus Turret First Blood auf der Botlane. Das war super gespielt von Iguana eSports. Vor allem auch bemerkenswert hier, der Teleport kommt jetzt quasi am Anfang des Gangs raus, aber man schafft es, beide Flashes zu burnen, bevor Kex überhaupt über die Wand flasht. Was heißt, dass man jetzt seitens Double G und Quicktimer nicht hätte darauf spekulieren können, mehrere Spells und mehrere Gefahren gleichzeitig mit dem Flash auszuweichen, sondern in dem Moment haben sie wahrscheinlich gar keine Vision auf dem TP gehabt und sich einfach nur gedacht, okay, da ist Rek'Sai, wir flashen jetzt weg. Und dann kam Ken und gegen Ken machst du natürlich, wenn du selber keine Summoners mehr hast, überhaupt nicht. Ja. Und vor allen Dingen, das einzige Problem, was in der Situation bestand, ist, dass wirklich Karma ein Solo-Kill war. Also, man hätte wenigstens noch einen Assist dran können. Also das heißt, Vayne hat aus dieser Situation aus purem Ego so erstmal wenig bekommen. Das willst du eigentlich nicht. Also, wie gesagt, sie ist einer der Charaktere, der am aller härtesten snowballt. Und das wäre jetzt der einzige minimale Kritikpunkt an der Stelle, dass man sagt, okay, irgendwie muss ich die noch berühren oder vielleicht sogar den Kill am Ende abgeben. Aber trotzdem sehr sauber gemacht. 4-4 und jetzt Kanani. Der möchte natürlich hier engagieren. Oh, der Flash, der war völlig unnötig. Der macht zwar Damage, aber man sieht ja schon, Kanani drückt die Vayne beiseite. EQ, der will es hier mit allen anlegen und das ist vielleicht sein Tod. Bleibt aber ziemlich cool, Wahnsinn. Na, aber also, sehr aggressiv reingegangen, musste deswegen noch wegflashen. Ich denke, wäre er da von Anfang an etwas konservativer an die Situation gegangen, hätte er hier seinen Flash noch haben können. Oder vielleicht hätte er auch All-In gehen können und Kill für Kill traden können. Was ja eigentlich mit einer Vayne nicht unbedingt was Schlechtes ist. Wenn du generell den Goldhaushalt von dir, aber auch dem gegnerischen AD Carry hochhältst, dann hast du als Vayne meistens den größeren Einfluss. Du kennst das, ne? Da ist du spielst Vayne,
Dann hörst du einfach die Dubstep. 3 gegen 1, Wayne Mechanic, jetzt kommt Frantic, Double G, abgerissen! Einfach mal der Crit noch reingerissen. Was ist das denn? Der hat einfach nur ein iPhone fast dreimal hintereinander gekrittet. Jetzt sehen wir den Malstrom auf der Toplane, Hexdringer sofort geploppt. Der hat ja fast gar keinen Schaden windet. Also ich sag mal, das ist Lucky Wayne hoch 10, ey. Ja, das war wirklich auf jeden Fall mit RNG vom Feinsten. Ja. Ne, Seal. Einfach Triple Q, Triple Crit. Sehr, sehr unschön. Broken Blade wartet. WQ, reicht das? Nein, würde nicht reichen. Zieht sich da zurück. Also bleibt auf jeden Fall ein aggressives Finale, was wir sehr gut finden. Das passiert nun mal bei Champions, wenn man halt keine Tanks nimmt. Oh! Protoberg, wieso der nicht offensiv? Der hat den geholt. Ah, ich weiß nicht. Er hat seine Spells gerade auf Cooldown. Doch. Das hat Broken Blade auch nicht dumm gemacht. Er hat quasi gewartet, bis Kex sein Q für einen Lasted draus hat und dann nach vorne geflasht. Overall aber Flash für nichts bekommen. Ja. War zwar ein guter Versuch, aber ist im Endeffekt nicht aufgegangen. Jetzt hier dafür Iguana eSport mit dem ersten Drachen des Spiels in der 14. Minute. Es ist der Wasserdrache, wird wie schon erwähnt wahrscheinlich nicht unbedingt, vielleicht auf der Toplane, aber sonst eher weniger relevant sein. Natürlich Drachen abholen bedeutet trotzdem eins. Du machst den Elementardrachen später deutlich attraktiver und du ermöglichst es vor allem einem neuen Drachen zu spawnen. Das Spiel ist allerdings unglaublich attraktiv. Also beide Jungler spielen hier auf einem sehr, sehr hohen Level. Rek'Sai sogar aufgrund der Tiermat und des Farmvorsprungs, den er jetzt hier rausfarmen konnte. Ein Stück weit im Gold vorne, wenn ich das... Stück weit? Ich glaube ordentlich. Also man darf den einen Kill mehr nehmen. 300 Gold ist schon für Jungler halt insane viel. Das ist schon definitiv not bad. Das Witzigere finde ich eher bei Hikyu, dass er gesagt hat, okay, ich gehe halt kein Rapid Fire oder Static, sie geht halt wirklich Phantom Dance. Macht also hier aber gegen Irelia auf jeden Fall Sinn, denke ich, weil bei Vayne kommt es jetzt nicht darauf an, den maximalen Schaden rauszuhauen, weil der wird sowieso mehr als genug sein. Wir haben hier eine Irelia, die durch den Hexdrinker noch sehr, sehr lange, sollte sie jetzt nicht mehrere Kills bekommen, keine Rüstung haben wird. Oh, Hikyu, das tut weh! Kann aber mit der Unsichtbarkeit kein Wichsen kurz raus! Oh, der verliert das! Dangerous Game for the win! Holt ihn da ab, tumbelt hin und her. Das hat der Vorzeit. Die Unsichtbarkeitsmechanik hat sich ja geändert. Mit kein Control-Wort, kein nichts hilft dagegen. Mit Static wäre hier definitiv tot. Ja, der wäre auf jeden Fall tot. So, oder der Gegner wäre früher gestorben und. Ja, auf jeden Fall wäre eine Option da gewesen. Aber auf den Blitz kann man sich nicht immer verlassen. Auf Phantom Dancer auf jeden Fall. Das ist auch ein weiterer Punkt. Phantom Dancer ist deutlich verlässlicher. Beim Static hoffst du so ein bisschen darauf, dass der Proc zum einen überhaupt den Gegner trifft und du nicht währenddessen gerade einen Minion angreifst und dass er crittet. Wenn Static nämlich nicht crittet, dann ist es zwar nett, aber nicht unbedingt so relevant. Das, was die Kombination aus Static Infinity jetzt bei Vayne so stark macht, ist, dass er Static selbst auch nochmal critten kann und ihr Q auch. Das ist für die Mysterious Monkeys absolutes Horrorszenario. Also du hast einen gefeedeten Jungler, der jetzt immer noch sehr, sehr präsent ist. Kennen ist auf jeden Fall nicht unterlegen, hat trotzdem noch Farm und hat 202 Vayne mit gleichem Farm gegen den Ezreal, der halt ins Nichts skaliert, sage ich mal. Ja. Im Vergleich zu ihr vor allem. Ja gut, ja, da muss man sich auf der mysteriösen Seite etwas einfallen lassen, weil der Olaf, der macht auf jeden Fall einen Seemannskörper. Der wird mit der Nase zuerst nach unten fallen. Auch wichtig, was da gerade noch deutlich wurde bei Hik, er hat den letzten Auto-Tech, den theoretisch dritten Proc seines Ws und den safen Kill auf Broken Blade nicht durchgezogen, um länger unsichtbar zu bleiben und damit wahrscheinlich sein eigenes Leben gerettet. Also manchmal muss man auch einfach auf den Kill verzichten, um dann selbst nicht hingerichtet zu werden. So, Rotation erfolgt nach oben. Beide reagieren entsprechend auf den Turret. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man da nochmal so einen Engage dieser Richtung wagt. Wie gesagt, Zyra's Damage immer noch pervers hoch. Sehr, sehr früh den Ruby Sidestone ausgebaut. Das kenne ich eigentlich nicht. Das machst du normalerweise, wenn du aktive Items hast. Hier ist ein bisschen mehr Leben schadet gegen Irelia auf jeden Fall nicht. Sonst ist man ja gerade gegen solche Bruiser wie Irelia ein ganz attraktives Ziel als Squishy Supporter, um sich hochzufeeden. Ja, aber Leben macht keinen Schaden. Ja. Das ist halt so. Ein ziemlich starkes Argument bei einem Zyra-Spieler natürlich, aber ich denke, defensives Item. Schaden sollte Iguana in eigentlich jeder Spielphase mehr als genug haben. Gerade mit Victor, Ken, Vayne und eben die Cyber, die auch, wenn sie einen Ruby Crystal wird, mehr als genug Schaden hat. Also ich denke, es kommt hier wirklich mehr darauf an, diesen Schaden zum einen richtig einzusetzen und eben auch in den wichtigen Situationen, in den entscheidenden Situationen vielleicht mal auf Schaden zu verzichten. Wie jetzt zum Beispiel Hikyu, der sich sehr früh bereits den Luna gekauft hat. Jetzt muss er aufpassen. Stun ist raus. Jetzt muss er mit der Ult arbeiten und kennen. Ja, der muss jetzt mal durch den Hextrinker. Dort, das reicht! Es ist doch naiv von ihm, das zu versuchen. Irelia ist einfach the main. Der haut den einfach komplett um. Je weniger Leben, desto besser. Ja.
Das ist einfach Irelia in a nutshell. Du wartest, du lässt dich zurückfallen, du gibst dem Gegner das Gefühl von Sicherheit und dann turnst du mit einem Stun, der hat sich halt einfach 3,5 Sekunden oder was gestunt. Und ungefähr. Das ist ein Edge Arrow. Halt nichts zu machen. Ja, was, man ja auch nicht, zu machen. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass die Irelia sowieso schon den Stun von Ken reduziert durch ihre Passive und mehrere Ken-Stuns hintereinander ja nicht so effektiv sind. Hex hat hier 2 komplette Rotations rausgekriegt, also 2x3 Stacks raufgetragen, aber die sind natürlich gegen eine Irelia nicht ansatzweise so stark, wie sie es gegen normale Champions wären. Und der Hexdrinker vor allem hier auch absoluter MVP, also im Endeffekt doch die richtige Entscheidung, dass er sich dafür entschieden hat. Denn Kex ist bisher nicht in der Lage gewesen sein, eigentlich dafür, dass er gecampt wurde, souveränes Early Game irgendwie umzusetzen. Das ist jetzt hier 2, 4, 15 Farm und auch ein Level hinten und gerade eigentlich die einzige Lane von Iguana, die halbwegs Probleme hat. Die macht auch den Vorsprung von EQ weg. Es bringt nichts, wenn du einfach, wenn du eine gute Vayne dabei hast, wenn du gegen Irelia antreten musst. Der einzige Hoffnungsschimmer ist wirklich durch die Patch-Änderung, dass Vayne unsichtbar bleibt. Genau. Die schimmert so ein bisschen, aber das war's quasi auch. Du kannst sie nicht angreifen, du kannst sie einfach im Pinkwort platzieren und das wird sie, glaube ich, immer noch stark halten und je länger das Spiel geht, desto unangenehmer. Jetzt auch die QSS gewählt, also Heek will wirklich komplett alle Möglichkeiten hier irgendwie zu fallen ausmerzen. QSS Form Infinity. Das ist aber, finde ich, keine gute Entscheidung. Oder? Es ist riskant, wenn man sich bedenkt, dass eigentlich die einzig wirklichen HCCs, die ihm gefährlich werden, Irelia E und eine Zillion. Doppelbombe sind. Und wenn sich eine Vayne von einer Doppelbombe treffen lässt, dann muss man zum einen überlegen, ob das nicht vielleicht doch eher an anderen Dingen als an Zillion liegt, sondern vielleicht an einem selbst. Und dann ist die QSS eigentlich eh überflüssig, weil du dann auf 20% Leben bist. Bei der Irelia kann ich es halbwegs nachvollziehen, weil das wird das Hauptziel von Broken Blade sein im Teamfight. Darauf zu achten, irgendwann einen Sneaky Q vielleicht sogar auf einen Minion zu kriegen und dann die Vayne zu stunnen, was jetzt hier nicht mehr möglich ist. Ich glaube, dass so ein Stunner gar nicht durchkommt. Also ich glaube, eine Irelia springt dich an, klar, übers Minion nett, aber das, du springst ja übers Minion, um den Reset fürs Q zu bekommen. Du hast aber auch nicht vergessen, dass sie Zillion und Karma haben. Also auch mehr als genug Movement Speed, um die Irelia in die Backline zu kriegen. Irelia hat auch selbst nochmal Flash. Und ich denke, im Endeffekt ist die QSS hier einfach nur dafür gedacht, um eben Mysterious Monkeys, die sowieso schon begrenzten Möglichkeiten, diese Vayne irgendwie auszuschalten, komplett zu negieren. Weil das ist ihre Winning Condition. Wenn Mysterious Monkeys die Vayne im Teamfeld nicht töten kann, egal ob die Vayne jetzt 2 Damage Items, 3 oder 1,5 jetzt hier hat, dann werden sie die Teamfights nicht gewinnen. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und so eine QSS sorgt ja auch beim Gegner immer für deutlich mehr Respekt, auch wenn es hier gar nicht vielleicht so nützlich ist. Du sagst immer, ah nee, der Engage hier, der hat immer noch QSS. Man kennt das selber, wenn man das spielt, hat unterbewusst eine Rolle. Ja. Deswegen sehr früh für dieses defensive Item zu gehen, kann sich hier auszahlen, auch wenn es auf dem Papier nicht den besten Sinn macht. Aber ich hätte hier lieber 20% mehr kriegen. Ich auch. Ja, ich auch. Ich hätte hier auch lieber einen Infinity Edge gewonnen. Naja, Ocean Drake wird hier wieder erledigt werden. Sustain ist auf jeden Fall gegeben. Das Spiel hat sich deutlich beruhigt als in den Anfangsminuten. Also beide Teams wissen mittlerweile, okay, du machst mich fertig, ich mach dich fertig. So, lass mal nicht spielen. Ja, bleiben da ganz ruhig. Gerade an der Top-Lane merkt man das sehr. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man locker an den Turm rankommt und dann sicheren Schaden anrichtet. Und das hat ja Iguana eSports auch zuvor gut gemacht. Diese globalen Rotationen waren da wirklich flott. Und sie lassen sich nur auf den Kampf ein, wenn es Sinn macht. Jetzt geht Broken Blade als nächstes wahrscheinlich mit dem Magiemantel auf die Merkurs. Oh, schön aus dir. Schön. Was ich gegen das Team vom CC-Standpunkt her ein Stück weit verstehen kann. Also gegen Zyra, Vayne, Ken auf Merkurs zu gehen, keine falsche Entscheidung. Aber er verzögert jetzt seine Rüstung nur noch mehr. Dass natürlich Heek jetzt auf QSS gegangen ist, das ist im Endeffekt vom Schadensstandpunkt her positiv für Broken Blade. Aber er fängt jetzt an, wahrscheinlich als nächstes Rüstung zu bauen. Das heißt, wenn er jetzt vielleicht eine Kettenweste hat, hat EQ sein Infinity Edge fertig und Broken Blade wird im Teamfight gegen Vayne nichts machen können die nächsten 10 Minuten. Sogar ein richtig schöner Sidestep von Kanani. So eine unnatürliche Bewegung wäre ich niemals gekommen, aber es hat auf jeden Fall gefruchtet, um Arfan da so ein bisschen auszutricksen. Also ganz kleine Geplänkel finden hier noch statt. Das ist eigentlich mehr so ein Kampf um die Vision Richtung Baron, der natürlich bei kleinen Geplänkeln bereits ein Endresultat sein kann. Je nachdem, wie beide Teams reagieren. Das Item von Jennax stört mich ja ein kleines bisschen, wenn ich ehrlich bin. Hätte noch einen Codex dazwischen gepackt, der auf jeden Fall Utility bringt durch die Cooldown Reduction. Aber es verzögert immer noch den Weg Richtung Rylai's. Mhm. Was hat das für ein Grund? Verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Also normal ist es ja auf Victor erst Richtung Utility-Item zu gehen, genau. Also zum Beispiel Rylai's, früher auch Abyssal, was jetzt nicht mehr unbedingt möglich ist, und danach ein Damage-Item zu gehen, zum Beispiel Lich Bane, Morelos. Oder auch. Oh, Blade, der will da rein. Der Burst Damage ist aber noch zur Verfügung. Oh mein Gott!
Der surft halt weit vor dem Chaos-Turm. Vielen Dank, Kex, für diese gefeedete Irelia hier. Springt jetzt hier auf die andere Seite. Oh, verarscht die von links nach rechts. Stark gemacht. Mit der Doppelbombe noch abgesichert. Da kommt Kanani, Ghost gezündet. Schöne Koordination. Ah. Allerdings Vayne, die ist hier in der ersten Reihe. Oh, Olaf, der will da rein. Oh. Vayne ist immer noch da. Bemüht sich der irgendwie auch mit der Unsichtbarkeit zu arbeiten. Schöner Stun. Broken Blade ist schon wieder drin. Der hat noch die Möglichkeit, wiedergeboren zu werden. Zack, jetzt ist Cannon am Start. Aber es reicht nicht. Er wurde perfekt exhausted. Branding, einer nach dem anderen geht die da rein. Auch noch down. Der hat nur noch BA zur Verfügung. Nein, aber den wird man hier festhalten. Zack, da ist er down. Triple Kill. Nun für Abedag. Und ist das der Quadra? Ein Bomben-Quadra, kann man fast schon sagen. Ja. Es genügt! Oh mein Gott, sind die low, aber es reicht! Was eine Teamfight-Koordination von den Mysterious Monkeys. Das war einfach absolute Weltklasse, wie sie diesen Teamfight hier gespielt haben. Man darf nicht vergessen, Irelia war hier schon unter 50%, als sie den Teamfight überhaupt begonnen haben. Die hatten alle Ultimates, haben sie ins Gesicht bekommen und dennoch in der Lage gewesen, durch perfekte Koordination den Teamfight zu gewinnen. Und das nicht nur zu gewinnen, sondern auch noch zu clean. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es auch, wenn die Rehe halbes Leben und keine Cooldowns mehr hat, eine 4 gegen 5 war, weil eben Victor schon abgeholt wurde. Ja. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Flash gezündet, der Schaden einfach zu hoch, die Tankin ist schon zu präsent mit Level 13. Jetzt sehen wir das Ganze hier nochmal. Ich denke, Iguana hätte hier auch die Möglichkeit gehabt, einfach zu disengagen. Aber sie sahen die Möglichkeit auf, der war vor allem wichtig, weil wäre Broken Blade hier gefallen, dann wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Jetzt hier gab es ein paar leider entscheidende Fehler. Hiki geht hier sehr, sehr aggressiv. Alles noch okay, kriegt dann jetzt den Karma Q ab, könnte jetzt hier disengagen. Was macht er aber? Geht greedy nach vorne und kassiert einen Ezreal Q und geht damit auf 20%, muss vor der Bombe von Zillion wegflashen und kann deswegen diesen Kampf nicht so spielen, wie er ihn gerne hätte spielen können. Wenn er jetzt bei diesem Engage noch dreiviertel Leben und Flash gehabt hätte, mit diesem Flash von Frenic hätte followen können, dann wäre das Ganze vielleicht noch zumindest etwas glimpflicher ausgegangen. Aber so bockstark gespielt von den Mysterious Monkeys und kleine Misplays von Iguana, die das Ganze hier ermöglicht haben. Und in dem Kampf, ja, hat er da Infinity Edge und Static gehabt. Hat seine QSS nicht wirklich benutzt. Sie war benutzt worden, aber es hatte keinen richtigen Nutzen gehabt. Und ich denke auch, dass hier mehr Crit gut getan hätte. Ja. Also in dem Fall Olaf hätte mehr kassiert, er hätte diese Cockiness wirklich bringen können. Wobei ich sie wirklich nicht gut fand. Also das Q von Ezreal hast du wirklich gut gesehen. Das bringt halt perversen Damage und forciert ihn zum Flash. Und slow. Er musste Flash, ansonsten wäre er von Zillion gestunt worden. Dann hätte er zwar Qs essen können, wahrscheinlich wäre er schon tot. Er wäre tot, einfach. Es ist wirklich einfach ein brillanter Kampf gewesen von allen Teammitgliedern der Mysterious Monkeys. Sie sind aber auch ein Team, was halt mit diesen Lowlife-Geschichten wirklich gut zurechtkommt. Ja, ne? Irelia kann besser stunnen, Olaf hat mehr Attack-Speed und Abedag kann wiederbeleben. So, das ist halt super dumm. Ich meine, du hast halt kein richtiges Ziel, um irgendwie... Also du musst halt alle gleichzeitig töten. Was witzigerweise mit der Kombination von Tony Guano Esports funktioniert. So. Ja. Aber naja, Infinity Edge schon fertig. Traum-Szenario für Q. Der kann jetzt auf jeden Fall den Fight etwas kleines bisschen besser gestalten. Mir fällt gerade auf, ich glaube, der Supporter von Mysterious Monkeys hat keinen Trackball, sondern wenn ich das richtig sehe, hat er einfach nur die rechte Hand auf der Tastatur, oder? Dann ist er Linkshänder und dann müssen wir Kutscher anrufen und sagen, hey, du guck mal, du hast da einen Bruder. Ja? Ah, das ist eine Tastatur. Oder das sieht so aus, oder? Könnte auch ein Trackball sein. Das könnte ein Trackball auf der Tastatur sein. Und die linke Hand hat einfach einen Kaffee in der Hand. Wenn das ein Trackball auf der Tastatur ist, dann gibt das nächste Woche ein Riot-Feature. Da gibt es eine Mechanik der Woche. Ja, und was deutlich wertvoller ist. So, Frenic, der geht jetzt rein, Blue Buff, wer kriegt ihn? Oh, neun Leben! Was ist das denn? Die kämpfen immer noch weiter. Jetzt kommt die Q dazu, forciert lediglich die Ultimate von Kanani. Der hat einfach einen Auto-Tag gemacht, sofort leuchtet der Wikinger rot. Ganz wichtig jetzt hier auch, wir sind gerade auf der Botlane, Kex musste sich in die Base teleportieren, hat von Broken Blade das 1 gegen 1 hier ordentlich ins Gesicht gedrückt bekommen und wird damit diesen Turm wahrscheinlich aufgeben müssen. Das ist ganz kritisch, wenn in so einem Split-Push-Szenario einer der beiden Top-Laner das 1 gegen 1 straight up verliert, weil dann eben dieser Turm nicht verteidigt werden kann. Das sind zwei Level, die Broken Blade hier vor Kex ist. Und ich denke, dieser eine Solo-Kill, wo Kex engaged hat, der wird hier bei diesem Szenario gar nicht so unentscheidend sein. Man kann dann im Endeffekt hier wirklich Iguana mehr verbauen, als ihn lieb. Wer jetzt sogar Mysterious Monkeys mit der Drachenkontrolle sichern sich hier den Ocean Drake. Also Wasser gibt es hier auf jeden Fall mehr als genug. Und die Barons werden wahrscheinlich auch ziemlich interessant werden. Beide Teams mit
ziemlich gutem Baron-Potenzial. Olaf zum einen, der das Ganze ziemlich gut tanken kann und auch sehr viel Schaden macht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Vayne, die jetzt endlich Infinity Edge fertig hat. Wobei natürlich jetzt der Zeitpunkt angekommen ist, wo Kanani bereits sein Randuin hat, wo interessanterweise Broken Blade auf Rüstung verzichtet, sondern auf noch mehr Schaden geht. Das kann natürlich auch funktionieren, weil wie schon erwähnt, das Motto ist hier, die Vayne zu töten. Wenn die Vayne früh stirbt, dann geht der Kampf für Mysterious Monkeys gut aus. Und wenn Broken Blade jetzt diesen Feed reinen Schaden steckt, das nächste vielleicht ein Ghostblade oder Draktar, ja, irgendwas in die Richtung wird. Ja, das alte Draktar wäre wahrscheinlich cooler gewesen hier für ihn. Aber dann kann es sein, dass eine Kombo reicht, um Heek effektiv aus dem Kampf rauszukommen. Ein ganz großer Faktor, den du hier vergessen hast, ist, dass es hier darum geht, im Split-Push weiterhin dominant zu sein. Das stimmt, so, ja. Und da bringt jedes gar nichts. Und jedes Armor-Item wäre hier verschwendetes Gold gewesen. Deswegen investiert man jetzt in Damage. Ja. Der Maw ist ausreichend, um gegen Ken genügend Defensivsets zu haben. Und jedes weitere Offensiv-Item führt dazu, dass das 1 gegen 1 gegen Ken noch eindeutiger wird. Richtig gestört kommt ja noch der Fakt, wenn es zu Teamfights kommt, hinzu, dass man Silvian hat. Ich meine, du hast Olaf, der schützt sich selbst. Der hat die Ultimate, der rennt weg, der hatte Omen schon gebaut, der geht die ganzen defensiven Sachen. Broken Blade sagt, ich gehe all in. Ich habe doch Silvian. Ja? Ich bin wiedergeboren. Und wenn ich wiedergeboren werde, ist da nicht jemand, töte jemanden so. Und das ist halt wirklich eine sehr aggressive Variante. Kanane jetzt ein bisschen alleine, zündet aber Ghost und die Ult. Da bist du einfach super safe, verlangsamt noch seine Kontrahenten. Ärgerlich, dass er beides loswerden musste, aber Ghost hat kein Cooldown offiziell. 1,20. Der hat weniger Cooldown als der Chaos-Sturm von Frenic. Und hat dafür geflasht. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Das war effektiv ein Trade von Summoners und wie du angesprochen hast, hat Ghost natürlich viel weniger Cooldown. Cooldown-Reduction-Boots für noch dazu. Glaubst du, dass da 120 stand? 120, oder? Ja. Das ist in halt zwei Minuten, ne? Ja, das ist 120 halt Sekunden mal zwei ist eine Handvoll. Ist eine Handvoll Minuten, ja. Eine Handvoll Minuten, die jetzt hier kein Ghost mehr zur Verfügung hat. Die Sache ist, also dieser nächste Baron-Kampf, also der Baron-Kampf, der jetzt demnächst folgen wird. Man kann die Tier-2-Türme eigentlich nur mit Irelia einnehmen in einem Split-Push-Szenario. Ich denke, genau das ist auch der springende Punkt. Mysterious Monkeys sind jetzt hier nicht gezwungen, Fights zu forcen, sondern sie können die Irelia immer von Lane zu Lane schicken. Botlane jetzt der T2 down, als nächstes kann man sie Toplane schicken. Ist natürlich relativ nah am Baron dran, aber dann kann man auch um den Drachen rumspielen oder um die Midlane. Außer natürlich, sie sagen sich, wir wollen die Baron-Pressure aufrechterhalten, dann würde es Sinn machen, Broken Blade weiterhin auf die Botlane zu schicken. Er geht jetzt Base. Schauen wir mal, was er für ein Item baut. Was wird das Schönes? Das könnte ein Scimitar werden. Das sieht mir ganz stark nach einer QSS bzw. einem Mercurial Scimitar aus, um dann eben dem Stun, der sowieso schon mit Merkurs unter ihrer Passive nicht lange hält, nochmal abzuwehren. Und dann hat sie hier an die 160, 170 MR und Kex hat immer noch keinen Void Staff, geht jetzt in die Richtung. Und das ist aber High Risk, High Reward. Wir haben zwei Olafs hier an der Stelle. Sehr High. Also das ist wirklich High Risk, High Reward. Das heißt aber, dass die Vayne sich mit ihrem E nicht mehr peelen kann. Aber das stimmt, dieser fehlende Rüstungswert könnte Broken Blade zum Verhängnis werden. Er muss jetzt einfach HQ schneller ausschalten, als er selbst ausgeschaltet wird. Wobei eben dieser Seelen ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der da noch keine unentscheidende Rolle spielt. Ja. Viele Leute haben mal gesagt, okay, gegen Vayne oder insbesondere gegen die alte Vayne, als sie noch mit Blade gebaut wurde und das W gemaxt hat, sagt man, bringt Rüstung ohnehin am allerwenigsten. Jetzt hier gegen die Crit Vayne, da ist ein Randuins oben eigentlich ein Must-Have-Item. Ja, das musst du haben als Frontliner. Ich denke, die Option hat er noch. Ich meine, das ist sein drittes Item, was ich hole. Die Items sind einfach nur extrem teuer. So, das ist einfach das teuerste Item-Bild, was überhaupt existiert. Es wird das vierte, naja, weil er hat ja schon das Penetrations-Item hier. Den Vorteil, den Armor gegen Vayne, abseits von dem momentan sowieso bestehenden Crit-Bild, bringt es, dass eine Vayne auch sehr, sehr oft überhaupt auf den Last Whisper verzichtet. Also wir sehen jetzt hier schon 200, 250 Rüstung bei Kanani und HQ sagt sich trotzdem, ich brauche mehr Crit, weil das auch absolut richtig ist. Er wird jetzt als nächstes wahrscheinlich Richtung Static gehen, um dann einfach... Oh, der ist low, der ist aber auch ätzend. Kommt aber noch mal in den Tunnel hinein und sagt Broken Blade. Das ist aber mutig. Springt aber. Oh, der fängt rein! Der will den Kill! Stundenglas, einmal W kurz aktiviert. Aua, das ist aber super close. Ne? Der hat wirklich noch eine Ulti. Der hat doch eine Ulti-Instanz, ne? Da fliegt doch eine Klinge. Der hätte zweimal Ult drücken müssen. Ist das bitter. Da war wirklich noch eine Ult ready. Ansonsten hätte man auch vielleicht einen Flash Autotech probieren können, aber Kex selber natürlich auch flasht. Jetzt natürlich der Baron Call. Wäre Kex hier down, wäre das ein absolut safer Baron für die Mysterious Monkeys. So aber kann man hier zumindest noch probieren. Oh, Broken Blade, der kassiert. Muss ich einfach zurückziehen. Redemption, zack, sorgt mal für 500 Leben. Absolut kein Problem. Kanani aber auch relativ low, hat keine Ultimate mehr zur Verfügung. Jetzt sollte man vorsichtig sein. Alles klar, Broken Blade, geht da rein. Zumindest mitten im Gravitationsfeld, muss bald wiederbelebt werden, aber dazu muss man sterben. Eieiei, die Schmerzen sind groß. Er ist wieder volles AP. Sehr, sehr schön, kommt aber nicht mehr raus. EQ, du kannst das jetzt umdrehen, aber er traut sich nicht weiter vorzugehen. Kein Malstrom zur Verfügung für das Team. Kex Ultimate, die entspannt sich Edge noch. Edge of Night ist es geworden. Alter, das ist aber halt, das ist halt
All in, Junge. Das ist All in. Das ist das allste All in, das du gehen kannst. Das ist einfach Rengar. Haben wir auch komplett vergessen. Oh. Kikyo nach der Fischen hat seinen Flash noch ready. Verliert hier halbes Leben. Hätte Double G's Q getroffen, wäre er an den Flash vielleicht losgeworden. Mhm. Aber man muss sagen, es ist trotzdem noch ein ziemlich ausgeglichenes Spiel hier mit nicht mal oder gerade mal 3000 Gold Unterschied in der 32. Oh, Kanani, verabschiede sich von deinem Guardian Angel. Vielleicht auch von seinem Leben. Kann seinem Team hier noch helfen? Ich denke schon. Genex hat seine Ult bald wieder ready. Nee. Oh, der hat sie wirklich wieder ready. Das ist halt wirklich komplett geboostet. Jetzt das 1 gegen 1, oh. Crit gegen Q. Oh, oh, er gewinnt! Der Crit-Master hat eine Bombe auf dem Kopf. Würde also noch explodieren, das ist bitter. Kex unter Dessen dabei, hier ebenfalls zu rasieren. Schnappt sich den Support, blitzt da relativ locker raus. Und Frenic ja sagt, ja, ich bin Fulltank, Leute. Mir passiert ja gar nichts. 2-1 straight, wenn man... Ne, straight up 2-1 straight hier. Double G gestorben, Quicktimer auch noch abgeholt worden. Und das, obwohl eine der wichtigsten Positionen hier von Iguana Esports, die Vayne, abgeholt wurde. Aber das passiert, wenn natürlich Kanani nicht in die Backline kommt, weil er kein Ghost, keine Ult und vor allem kein Leben hat. Jetzt hier der Versuch von Frenic immer aggressiv zu gehen. Das könnte ihm eventuell seinen Kopf kosten. Mach's gut. Zack, da kommt er ins Guardian Angel. Die Bombe, die ist einfach komplett verschwunden. Kanani ist aber zack, auch jetzt ist der Olaf weh, weil die Leute werden hier wiedergeboren, gefoltert quasi die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Na, es sind hier einfach bei Saw 8 mittlerweile angekommen. Mysterious Monkeys aka Mysterious Buddhisten. Ja, die werden hier permanent wiedergeboren. Am laufenden Band. Einfach nur gefährlich ist das hier. Aber Guardian Angel hat auch einen Cooldown. Aber Dagge macht ja auf jeden Fall ein gigantisches ja, Spiel. Ja. 4-0-5 inzwischen, schon mehrfach seinem Team den Kopf gerettet. Und Kanani jetzt hier auch, zumindest mit dem Versuch, den Erddrachen, der hier ziemlich wichtig werden könnte in diesem Spiel, zu soloen. Da ist Iguana zwar auf der Spur, die Frage ist, ob sie das rechtzeitig noch stoppen können. Oh, Warfare, der Schild ist aktiviert und der Schild ist wieder weg. Hat immerhin ein Stack von Kens Pässe verhindert und den Drachen im Endeffekt... Silly ins Ultimate halt schon wieder der sowas hat halt gar von kein, hat gar lange. Kein, er hat auch 40% hier ja. Wahrscheinlich. Er hat null Cooldown mehr. Also das Ultimate wirklich im Sekundentakt wieder zur Verfügung. Das führt halt dazu, dass solche aggressiven Positionierungen möglich sind und du dann auch aus Respekt einfach nicht auf so eine Irelia engagest. Oh, jetzt kommt aber direkt der Ultimate. Der Baron wurde ganz kurz angetestet. Ja, man will natürlich diesen in bester Art und möglicherweise schützen. 4000 Gold Vorsprung ist zwar da, aber das merkt man jetzt gar nicht mehr so doll. Also beide Teams haben die Möglichkeiten, sich dazu behaupten, weil auch das Scaling ein anderes ist. Ich habe auch mittlerweile mehr Angst vor Viktor. Ich glaube, das unterschätzen die Leute. Gerade Double G denkt zwar, dass er viel aushält als ADC, aber dem ist nicht so. Ihr redet ja jetzt auch in Richtung Rüstung unterwegs. Könnte ein GA werden oder aber auch ein Randuin. Ich denke, beides sehr sinnvoll. GA natürlich, wir haben es gerade schon gesehen bei Kanani, in Kombination mit der Zillion-Ult sehr, sehr unangenehm und vor allem auch nervtötend fürs Gegnerteam, wenn man dann 8 Sekunden lang warten muss insgesamt, bis dann das Ding da endlich umfällt. Aber trotzdem sind wir hier bei einem 5000-Gold-Unterschied, der zwar inzwischen ein bisschen gewachsen ist, aber eben merkt man nicht. Kaum spürbar ist, absolut. Und gerade auch der AD-Carry-Unterschied, also Double G war in diesem Spiel bisher ein absoluter Non-Factor. Die Frage ist, ob das so bleiben wird, denn bisher fehlt es bei Iguana und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile. Alles klar. Rüstung fehlt. Okay, hier kommt einfach an. Irelia hat das TP noch nicht ready. Okay, nein! Zillion ist sofort down, hat nicht die Ultimate geschafft. Oh mein Gott, der Schaden ist insane und das wahrscheinlich der Baron Buff für Iguana. Irelia kann nicht mehr hoch, sie hat gleich TP zur Verfügung, aber es wird einfach gar nichts mehr werden. Baron also for free. Ein Riesenfehler von den Mysterious Monkeys an der Stelle. Das ist dieser eine Counter, den Zillion hat. Du tötest ihn, während er CC ist, weil dann kann er sich nämlich nicht selbst ulten. Genau. Also das war einfach super gespielt. Und da wenn man vielleicht auch Rapid Fire kennen, eine Entscheidung, die so auf den ersten Blick nicht viel Sinn ergibt und dann in solchen Szenarien auf einmal zum Game Changer wird. Er stand im Baron Pit, konnte da ordentlich Schaden aufmachen, hat dann den Proc auf der Rapid Fire Cannon bekommen und ist dann mit einem Tumble in Range gewesen, um Zillion komplett aus dem Leben zu kritten. Vielleicht war das auch wirklich der Call, dass CQ gesagt hat, ich habe gleich Fire Cannon ready, geh mal rein, Kex. Ja. Allerdings muss man sich fragen, aber Dagger hat sein Flash noch ready und Kex ist so ohne Flash da engaged, also ich denke, das war der Punkt, dass er die Situation unterschätzt hat, von wegen, es ist ja nur ein Ken und dann kam auf einmal eine Vayne mit dem Q-Tumble-Flash, oder nicht Flash, aber Q-Tumble-Fire-Ken-Crit. Das sind ganz einfach mal 800, 900 Leben, die du weniger hast. Locker. Wenn du die nicht mit einschätzt. Keine Armor bei Zillion. Und da ist so ein Tumble-Crit mit Rapid-Fire, macht da mal locker 800, also locker 800 Schaden. Das war auch ein Insane-Burst, der da gekommen ist. Kennen alleine reicht halt schon aus. Er hat 34 MR. Davon werden einfach 11 vom Void-Stuff entfernt und dann noch die Boots und dann die Standard-Penetration. Das ist fast True Damage, die Kennen macht an Zillion. Ja. So, das ist halt, aber da muss seine Spielweise
genauso behalten, wie sie vor 33 Minuten war. Ich glaube, das Problem war wirklich, dass man die Konsequenz von Iguana unterschätzt hat. Broken Blade hatte seinen Teleport ja nahezu ready und man dachte, dass man da noch ein paar Sekunden hat, die man Iguana vom Stolen Damage weghalten kann. Ja. Aber das war nicht der Fall, die sind da konsequent reingegangen und deswegen war Abedag auch so weit vorne, weil er fest damit gerechnet hat, dass er sein Team hinter sich hat. Das Team war auch hinter ihm, konnte aber nicht rein, weil ihm Broken Blade nicht zur Stelle war und das katastrophal geendet wäre. Ist es auch so, könnte man sagen, der Goldvorteil ist komplett weg. Aber so verliert man wenigstens nicht das Spiel. Es ist halt wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Absolut fantastische Partie bislang. Der Turm wird jetzt ebenfalls fallen. Ich glaube, die Kanonen-Minions. Oh, nee. Oh, die Kanonen sind so boosted, ey. Jetzt hier Afan mit Problemen. Oh, der will da raus. Läuft da davon. Zack, Redemption. Sorgt noch für genug AP, aber nicht für den Support. Der Platz auf Cannon mit dem Proto-Bell. Und das Exhaust reicht nicht. Und jetzt kommt Vayne. Er wird hier einfach komplett zerstört werden. Zack, EQ macht hier, was er will. Jetzt kommt der Quadra. Nein, er wurde gestohlen, aber ist egal. Broken Blade, der wird hier wahrscheinlich sogar noch entkommen. Frantic wird hier auf die Ketten gehen, damit er nicht verteidigen kann. Aber dieser Teamfight, ey, der ging auf jeden Fall sehr, sehr positiv aus. Oh Gott, Iria, du bist einfach nervig, aber nein. Oh, das war bitter. Ich glaube, er wollte mit der Ult die Minions hinten low machen, um wegzukühlen. Dann hat die aber geklärt. Hatte auch noch seinen Flash ready. 30 Sekunden sind das jetzt, bis Kanani wieder lebt, bis Abedagge und auch Double G wieder leben. Das könnte eventuell reichen. Man hat den Baron Buff, man hat einen AD Carry. Da muss man sich aber beeilen und zwar ordentlich. Das reicht, die können nicht. 7 Sekunden bis Karma wieder da. Also sie kann wenigstens so ein bisschen dafür sorgen, aber EQ hat volle HP. Der Turm wird fokussiert werden. Iguana eSport könnte hier das erste Spiel für sich entscheiden. Jetzt ist Karma wieder da. Flash hier irgendwie für Genax, aber sie kann ihn nicht vernichten. EQ stellt sich davor. Zack, holt sogar noch den Kill. Kein Problem. Iguana eSport gewinnt das erste Spiel. Fantastisch gemacht. Sackstarke Partie. Beide Teams auf Augenhöhe. Und dann war es dieser letzte entscheidende Teamfight, den Vayne dann aber auch fast im Alleingang durch brillante Positionierung gewonnen hat. Also der Vayne-Pick hat sich jetzt im Ende absolut ausgezahlt. Ja. Auch sowieso im Laufe des Spiels immer ein großes Problem gewesen. Aber auch die Entscheidung von jetzt hier zum Beispiel Broken Blade so intensiv auf Schaden zu gehen, absolut richtig. Von Kanani die Toplane zu ganken, absolut richtig. Aber Dagi eine gute Performance und generell Mysterious Monkeys ein absolut starkes Team hier im ersten Spiel gewesen, bis dann dieser eine Fehler am Baron und jetzt hier dieser unkontrollierte Fight auf der Botlane. Ich weiß gar nicht, ob es schnell ganz gehen. War es ein Fehler beim Baron-Pit oder war es einfach nur sackstark gespielt von Iguana eSports? Das, das haben die wirklich also super. Also wenn, dann haben sie es fantastisch getimed. Die Koordination war jetzt hier fantastisch. Ja. Also entweder war es das glücklichste Play, was ich in meinem Leben gesehen habe, dass genau zu dieser Sekunde der Rapid-Fire-Proc von Vayne fertig war, um dann eben im Stun von Cannon den Zillion zu one-shotten. Die Frage ist aber, was wäre passiert, wenn Zillion seine Ulti noch rausbekommen hätte? Wäre er wirklich davongekommen? Weil, wie schon erwähnt, Irelia hatte immer noch keinen Teleport. Ich denke, alleine hätte er das nicht überlebt. Sein Team hätte zur Stelle sein müssen. Und wäre es für Mysterious Monkeys hier die richtige Entscheidung gewesen, dann im 4 gegen 5 Abedagge zumindest zur Rettung zu eilen? Er hatte noch Flash und alles, ne? Also er hätte auf jeden Fall noch entkommen können. Ein Fakt können wir noch nennen, Cannon, Most Damage Dealt. Der hat halt wirklich später mit dem AOE-Schaden trotz Exhaust ordentlich rasiert. Wir werden jetzt ebenfalls eine kurze Rasur erleben, denn wir gehen in eine ganz, ganz kurze Pause. Bis gleich. Ja, kommt rein. Das ist es. Die Küche selbst gebaut. Kaffee? Gerne. Ja, setzt euch doch. Endlich genau mein Ding. Das neue Wüstenrot Wohnsparen. So wohnst auch du bald, wie du willst. Wüstenrot. Wünsche werden Wirklichkeit. Gewinne jetzt 3000 Euro Mietzuschuss. Exclusive Black Equalizer brightens dark scenes without overexposing bright areas. Use the S-switch to quickly access the setting and switch between save modes.
Mit Abstand, ja. Profitiert sicherlich auch von der Courage of the Colossus Mastery. Wir fangen mal an, um das Spiel so ein bisschen aufzuarbeiten. Und zwar war es ein ziemlich knappes Ding, das bis zu einigen Momenten gar nicht so eindeutig war. Wir fangen einfach an mit meinem First Blood. Wie hast du es erlebt so, und wie ist es entstanden? Also das First Blood war ein richtiges Schlachtfest. Beide Teams sind in ihren jeweiligen Botlane-Busch gegangen, haben zu fünft gecampt. Und da freut man sich einfach als Zuschauer, weil man einfach weiß, geil, von Minute null an direkt geht's los. Im Endeffekt ist darauf hinausgelaufen, dass Olaf mit der Axt das First Blood auf Kennen bekommen hat, wodurch er die Schuhe kaufen konnte. Und auf Olaf gibt es aktuell den Bild, dass man im Jungle die Ionian Boots rusht für schnelleren Clear, mehr Cooldown und bessere Ganks, weil Olaf ja laufen muss, und zwar schnell laufen muss. Das hat sich auch wieder gespiegelt, dass Kanani 3-0 stand in den ersten 10 Minuten des Spiels. Wir hatten auch diese Situation mit dem Toplane-Gank auf Irelia, wo es dann auch nochmal richtig knappe Trades gab. Generell Toplane-Matchup, wie wurde das da gespielt? Wo würdest du sagen, wir haben viele 1v1s gesehen zwischen den beiden? Genau, Irelia Cannon ist ein Matchup, das in der Lane-Phase für Cannon ist. Erstens wegen dem Range-Vorteil, zweitens wegen dem Poke und drittens wegen der Safety, weil du einfach wegdashen kannst. Im Late-Game oder so im späten Mid-Game hin, wenn Irelia 1,5, 2 Items bekommt, fand ich jetzt die Cannon komplett. Das hat man auch immer wieder gesehen. Cannon hat sich ein bisschen überschätzt, hat versucht zu stunnen, war dann semi-erfolgreich, Hexdrinker hat geprockt und Irelia hat das 1v1 einfach gewonnen. Und wenn du, dann hast du halt einfach keine 1v1-Pressure gehabt. Was hast du gemacht als Iguana? Ja, du hast geteamfightet. Ja, auf jeden Fall der Teamfight und vor allem für Iguana waren auf jeden Fall die beiden Catches am Baron. Wie ist das Spiel bis dahin verlaufen und was hat diesen Baron-Catch so ausgemacht? Was hat der bedeutet? Ja, das Spiel war, glaube ich, ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen, für die meiste Zeit. Und ich glaube, dass Monkeys halt eine gute Composition hatte, um wirklich zu scalen. Aber dann wurde natürlich Zillion und, wer war das? Olaf wurde gecatcht. Und ein Baron, gerade in dem Spielstand, wenn es gerade so even ist, das hat halt einen ziemlich großen Swing einfach. Und dann hast man halt gesehen, mit dem Baron wurde halt das Spiel einfach sehr, sehr easy geclosed. Und ja, da kann man halt eigentlich nicht mehr wirklich einen Comeback starten, wenn man so einen großen, also wenn es gerade so wirklich even ist, bis 30 Minuten, ein Fehler kann halt immer das Game kosten. Da hat man dann gesehen, da wurde die Base dann durchgepusht und es war ziemlich easy dann auf jeden Fall. War auf jeden Fall nochmal ein krasser Teamfight am Ende, wo dann auch mal Vayne ordentlich reingehauen hat und ich würde sagen, Vayne auch nochmal ein kleines Thema. Also viele halten sie gerade als einen der stärksten AD Carries hoch. Wie siehst du das in meiner Competitive-Szene? Ich finde, Vayne im Competitive ist sehr stark Feast of Famine, also sprich auf Deutsch, entweder du kommst halt ins Rollen oder überlebst die Laning Phase und kommst dann im Late-Game rein und wreckst alles halt, wie man gesehen hat. Oder du wirst abused, du wirst gecampt, du fällst vielleicht zurück, 10, 20, 30 CS, ein Death oder sowas. Und dann brauchst du halt 8 Jahre, um ins Spiel zu scannen. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, der dann aus Versehen 0-3 in der Lane Phase gegangen ist. Sorry. Der braucht dann so 50 Minuten zum Scalen, aber bis dahin ist das Spiel halt schon vorbei. Aber hier hat man durch die Jungle-Koordination seitens Iguana Esports Vayne early einen Double-Kill gegeben. Und dieser Double-Kill war so wertvoll, weil sie ihren Phantom Dancer sehr, sehr schnell zu Ende bauen konnte. Damit ist Iguana Esports auf jeden Fall mit einem 1-0 in diese Serie gestartet, konnte jetzt gewinnen. Wir haben das nächste Spiel vor uns, beide starke Teams. Was glaubst du, was sind deine Predictions für die nächste Runde? Iguana Esports oder Mysterious Monkeys? Ja, ist natürlich immer so ein psychologischer Effekt auch. Also wenn man in eine Best-of-3-Series reinkommt, ich kenne es als Spieler selber, wenn man dann 1-0 hinten liegt, dann hat man halt wirklich schon Druck, weil das Spiel kann jetzt vorbei sein und man muss halt jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen, um die Series zu nehmen und da es ja um einen Challenger-Spot hier für die Qualifier geht, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel auf dem Spiel hier für diese beiden Teams und also ich weiß jetzt nicht gerade so, also die sehen hier alle noch ziemlich frisch aus und haben sich gerade am Sprechen hier, wie es läuft, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir könnten vielleicht eine Series sehen. Also der Mental State ist natürlich sehr, sehr wichtig immer dabei und ich hoffe, dass wir vielleicht noch ein gutes Game hier sehen oder zwei gute Games, ja. Auf jeden Fall. Damit sind wir auf jeden Fall bereit. Wir gehen rein zu den Castern. Das zweite Spiel im Finale zwischen Iguana Esports und Mysterious Monkeys. Einen großen Applaus und wir gehen rein zu unserem wunderschönen Trio. Bis dann. Ja, wir sind am Start. Das Trio des Todes, falls ich am Dubben, zumindest wenn die Kamera aus ist. Oh Gott. Stop it. Naja, auf jeden Fall. Es ist eine Kamera, da geht nicht anders. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, wir hoffen natürlich auch auf 3 Spiele insgesamt. Die Iguana Esports hat es gut vorgelegt, aber sie waren beide auf Augenhöhe. Also das hätte ja wirklich nach links, rechts, oben, unten kippen können, das war absolut kein Problem. Nur kleine Fehler sollte man vermeiden. Ich habe das Gefühl, beide Teams bestrafen das unglaublich hart. Ja, der Olaf ist ja wirklich gut reingekommen, aber Vayne kam härter. Ich denke, dass am Ende war es Vayne, die den Unterschied gemacht hat. Also dieser Scaling-Faktor von Vayne, dass Vayne einfach zu einer absolut unaufhaltsamen Auto-Attack-Maschine wird, sobald sie die 40-Minuten-Marke erreicht. Du bist halt dem Ezreal dann einfach schadenstechnisch, was die Teamfight-Utility angeht, überlegen. Und also, das hat dann in den letzten beiden Teamfights den Unterschied gemacht. Man muss sagen, der Ezreal war tatsächlich eigentlich im ganzen Spiel ein Non-Faktor. Er hat die Lane nicht gewinnen können, weil Ezreal Vayne kein gutes Matchup ist und weil Ezreal sowieso nicht dafür da ist, um die Lane zu gewinnen. Er konnte seinen Mid-Game-Spike nicht ausnutzen, weil er eben die ganze Zeit auf die Lane gegen Vayne gezwungen wurde und da passiv spielen musste und sowieso auch keinerlei Protection von seinem Team hatte, weil die Comp nicht darauf ausgelegt war, den AD-Carry irgendwie ins Rollen zu bringen. Aber
er hat auch allein nicht wirklich viel reißen können, weil im Endeffekt entweder ist er von einem Cannon gewonshottet worden oder er musste so weit hinten stehen, dass er eben nicht wirklich viel Relevanz hatte. Also da hätte man vielleicht noch ein etwas aggressiveres Tool wählen können, vielleicht wieder sowas. Wobei, nee, Ash war ja gebannt. Ash war, denke ich, da wieder eine gute Wahl gewesen. Ich glaube, Ireda soll auch der Ausgleich gewesen sein für den Ezreal. Wenn er nicht genug Schaden macht, hast du halt einfach einen übertriebenen Toplaner. Aber wirklich, das Wort war übertrieben. Aber du hast es ja, normalerweise spielt man ja mit Damage in der Midlane, Damage auf AD Carry Position, Tank in der Toplane. In dem Fall hatte man Zilean in der Midlane, der hat Schaden gemacht, also wirklich eine absolut brillante Performance von Abadagi, aber eben nicht konstanten Sustained Damage in den Teamfights. Dann hattest du auch nicht auf der AD Carry Position und dann hattest du eben nur die Irelia, die gefühlte Male 80 Mal wiederbelebt wurde, aber unterm Strich hat es nicht gereicht, um einen Unterschied zu machen gegen eine Vayne, die mit jeder Auto-Attack in der Lage ist, den Gegner zu dominieren. Ja. Rek'Sai kennen nun gebannt, also man hat auf jeden Fall ein Stück weit reagiert, auch Lee Sin, also die Jungler dünnen sich aus. Olaf ist immer noch eine Option, Kanan hat gezeigt, dass man Olaf zocken kann und ein Fiora-Bann sagt für mich, ey, ich pick einfach einen krassen Tank Top-Lane. Ja, gerade gegen Broken Blade. Weißt du was wie Trundle da angedacht, wenn das als Antwort auf irgendwas ist? Haben wir ja vor uns gesehen, aber man muss natürlich Trundle am Ende gut spielen, weil ein Maokai bietet einfach ein leichteres Kit. Es ist einfach wesentlich bedienbarer als Trundle. Und Syndra, First Pick, haben wir schon mehrmals gesehen. Ist super stark. Gerade Abedage rollt auf Abedage. Wir haben es von Maggi Felix gesehen im ersten Spiel heute. Und das war nicht so überragend, wie es hätte sein können. Also die war Frage, da, wie es am Champion liegt und wie viel es am Spiel ist. Ja, es war so eine Mixtur aus beidem, denke ich mal. Wir haben bei Abedage gesehen, dass er in der Lage war, mit dem kleinen Lead, den er bekommen hat, permanent die Leute zu one-shotten. Also Hecarim ist da drei- oder viermal am Stück sofort, bevor der Teamfight überhaupt angefangen hat, aus dem Spiel genommen worden. Und wenn man das schafft, dann hat man mit Syndra eigentlich seinen Job mehr als nur erledigt. Jetzt haben wir hier allerdings Maokai und Karma und das ist eigentlich eine sackstarke erste Rotation. Ja, super tanky, absolut spielbar. Ich hätte hier einen Olaf erwartet, aber Graves ist halt auch existent. Vor allem auch jetzt schon eine wirklich gute Kombo, um diese Syndra um einiges zu schwächen. Man hat die Karma, die zum einen gut mit Schilden arbeiten kann, um den Burst von der Syndra zu reduzieren. Man hat die Maokai Ult, man hat einen Hard Engage mit einem Movement Speed Buff auf einem immobilen Midlaner, beziehungsweise gegen einen immobilen Midlaner. Also an sich gefällt mir die Rotation jetzt hier schon ziemlich, ziemlich gut. Vielleicht auch das so ein bisschen der Gedanke bei dem Fiora-Bann. Maokai, denke ich, auch ein Champion, der gegen eine Fiora durchaus Probleme hat. Generell Tanks, weil sie nicht genug Schaden haben, um Fiora zu töten. Aber Fiora hat durch ihr Kit eben genug Schaden, um sie zu töten. Auch Sustained Damage und Movement, beziehungsweise Mobility, um dran zu bleiben. Gangplank. Gangplank ist eine Antwort, oh mein Gott. Also, er kann sich wehren gegen den Maokai. Wird das mal wahrscheinlich sogar am Anfang reingepusht werden. Double Ring Maokai, das ist nicht mehr zu spaßen. Das dauert, dass er Gangplank Wave clearen kann. Aber das ist halt wirklich... Also Gangplank wird am Ende gewinnen, aber super seltsam und sogar relativ knapp. Spielt man Gangplank immer noch auf Trinity Ghostblade? Ist das immer noch, sind das immer noch die ersten beiden Items? Ich glaube schon, ich habe es im Solo Queue gesehen, war aber bei Weitem nicht so stark wie vorher. Man muss ja sagen, der Ghostblade-Nerf, der betrifft ihn ja nicht ganz so sehr, weil er es nicht als erstes baut. Bis er es fertig hat, macht die Lethality sowieso schon fast das gleiche, was die Armor Pack gemacht hat. Der Attack-Speed auch nicht so tragisch für ihn gewesen. Das Problem, was ich jetzt bei so einem relativ frühen Gangplank-Pick sehe, ist, wir haben den Jungler noch nicht gesehen. Gangplank kommt an sich gut gegen Maokai, klar, weil er relativ safe farmen kann, weil er aus dem CC rauskommt. Aber wenn man jetzt auf der Jungle-Position noch irgendwas CC-intensives pickt, dann kann man einfach eine Doppel-CC-Kombo auf der Top-Lane fahren oder sowas wie den Olaf, der dann den konstanten Slow hat und dann kommt ein Gangplank auch nicht wirklich gut davon. Wir haben wieder den Corki als Antwort auf Syndra, hatten wir im ersten Spiel des Tages schon absolut gut, wenn man den Hex-Drinker da noch mit reinpackt. Relativ safes Ding und man kann eben Pressure aufbauen. Normalerweise, wenn man... Eigentlich Signatur-Champion von Kanani, ne? Ja, aber nicht dieser Gragas. Bitte nicht den neuen Gragas. Oh, what? Es ist Gragas und Varus wieder. Es ist Crit Varus Gragas 6.22 und Gangplank Toplane. Gegen Maokai. Okay, das wird interessant. Gangplank natürlich. Sie sind ja 0-1 hinten. Was hältst du von Crit Varus? Crit Varus? Als AD Carry. Uff, schwer zu sagen. Also ich denke, dass sich normaler Varus, beziehungsweise dieser dieser Armor-Pen-Varus, Poke-Varus mehr rentiert. Es ist auch ein Varus auf der AD-Carry-Position. Ich kann es zum einen nachvollziehen gegen Jhin, weil er hat eine sehr interessante Reichweite als AD-Carry. Das ist 575, das ist... 25 mehr als Jhin. Genau, 25 mehr als Jhin. Das merkt man zum einen. Er hat sehr gutes Push-Potenzial. Das merkt man wirklich, das merkt man wirklich. Gerade als Varus, wenn du eine Max-Range-Ult machst und dann auf Max-Range-Auto-Attackst, kann dich der Gegner nicht angreifen. Und das merkt man wirklich. Dazu kannst du ihn reinpushen. Du hast die Lane-Kontrolle, absolut. Ich denke aber, dass ein Varus, der auf konventionell Crit gebaut wird, einfach
keine wirkliche Stärke im Spiel, wo man sagt, okay, wir warten jetzt, bis Varus XY-Items hat und dann rasiert er. Also ich denke, abseits von der Laning Phase ist Varus als AD-Carry mit einem normalen AD-Carry-Item-Build eher nicht so gut. Ab Level 6. Ich sag mal, er hat ja hier eine 100% Winrate. So, das haben wir ab ja Level 6, ab Level 6 kann man festhalten, wird entweder Jhin oder Karma von einem CC, von entweder Syra oder Varus getroffen, ist Schicht im Schach. Es ist die Alternative zu Ashe, denke ich. Ich denke ganz, ganz stark, dass Mysterious Monkey sich den Kompromiss eingeht, dass sie irgendwas mit Ashe gepracticed haben, die Ashe jetzt aber einfach nur bannen, weil Hikyu eine verdammt gute Ashe spielt und selbst trotzdem noch einen AD Carry mit Engage haben wollen. Weil wenn jetzt hier anstatt Varus ein normaler AD Carry ohne CC kommen würde, dann wäre der Engage fast schon nur auf irgendwelche Skillshots oder eben ein Gragas beschränkt. Und dass Gragas keinen konsequenten Engage mit dem Flash E-Ult mehr hat, das wissen wir ja seit einigen Matches. Aber gegen Ice und Yu war Ashe allerdings nicht gebannt. Er muss es nicht machen. Also okay, das, die Theorie, das, ja, gut. Es macht Sinn in der Theorie. Ich glaube, es liegt halt wirklich an dieser CC-Chain, die man hier aufbauen das möchte. Das kann sein, als haben sie aber auch dann ist halt auch wirklich die... Ja, ja, haben sie. Okay, das aber war, dann es war halt instant halt, Kill ab Level 6. Dann ja. Ist halt die Frage, das könnte Ashe halt auch. Ja, wie wobei sagst. Natürlich, ich wahrscheinlich denke, der Burst von Varus um einiges höher ist als der von Ashe. Du machst deine Ult, dann hast du einen E, charge deinen Q, das sind 500 Schaden, würde ich sagen, auf Level 6. Und 500 Schaden muss eine Ashe erstmal zusammen mit Syra, kriegen. Die ja mit EQ genau. Ebenfalls nochmal 300, 400 reinballert. Ein One-Shot, gerade mit Ignite, ich denke, das sollte wirklich kaum einer überleben. Und ein Varus, das Ding ist, eine Ashe-Arrow zu flashen ist nicht schwer, aber eine Varus halt. Wir dürfen nun das zweite Spiel beobachten. Mysterious Monkeys gegen Iguana Esports. Iguana bereits mit einem Win gut dabei. Und die Frage ist, geht es schon wieder los? Will man sich da unten wieder battlen? Seid leise. Ja, das ist die Frage, ob beide Teams da Bescheid wissen. Es wird zumindest so ein kleines bisschen schon gepinkt. Aber Lumpen sollte man sich in der Regel nicht lassen. Aber was einmal klappt, klappt auch zweimal. Ich bin halt echt gespannt, wie sich Kanani mit dem Gragas machen will. Bei ihm ja die massivste Änderung, seine Ultimate. Aus Long Range merkt man den Unterschied nicht. Da fliegt sie witzigerweise sogar auf 0,03 schneller. Aber im Nahkampf einfach nur... E-Ulti ist halt nicht mehr... Es ist einfach nur E-Ulti nicht mehr möglich. Ult und dann kommt die Ultimate an. Ja. E-Ult 21, 22, 23... Flash, Ult. Und jetzt kommt's ja. Flash dann wieder als Gap Closer. Ja, also das stimmt schon. Gragas hat einiges an Stärke verloren. Kanani allerdings der übelste Gragas Main gewesen, als er noch valid war. Die Frage ist, ob er wirklich. Super. Also, wie gesagt, ich habe ihn noch einmal gesehen, nachdem er genervt worden ist. Und es sah okay aus. Es sah von beiden total in Ordnung aus. Es waren ganz wenig Situationen, die geflasht worden sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir vergleichen ihn ja mit dem alten Gragas. Und es ist ja nicht so, als ob der alte Gragas balanced war. Also der alte Gragas war auch nicht ohne Grund der meistgepickte Jungler für Monate in so ziemlich jeder Pro-League. Einfach nur, weil der da ein ganzes Stück zu stark war. Was jetzt Kanani auf dem neuen machen kann, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich denke, die Botlane wird wieder hochinteressant werden. Da die Varus-Cyber-Kombo scheint so ein bisschen eine Signatur von den Mysterious Monkeys zu sein. Und wenn man sich das Level 6 überlegt, dann ist das wirklich unglaublich stark. Und vor allem ist ja Jhin auch kein Champion, der so einem schnellen Burst irgendwas entgegensetzen kann. Nein, kannst du auch nicht outtraden. Also Jhin kommt halt eher über die Zeit, dass du immer mal wieder eine vierte Auto-Attack am Gegner landest, somit dann den Poke setzt und dann irgendwann mit diesem All-In halt landest. Also dass du dann halt mit Karma reingehst, W snarest. Damit drei Auto-Attacks den gegnerischen AD Carry oder Support finisht, sich dafür gedacht, diese langen Trades zu starten. Ja. Top-Lane auf jeden Fall auch ein Duell, was super, super seltsam sein wird. Also Maokai mit einer gewissen Dominanz am Anfang. Er hat halt auch nur AOE-Schaden in seinem Kit. So, er kann halt auf jeden Fall gut pushen und bei Brokeblade dauert das. Mana-Kristall-Start vor allem von Brokeblade. Das ist sogar normal. Okay. Das ist so halt, sich auch relativ du, du kommst halt super schnell ans Schienen ran und der Schienen-Damage wird halt sofort auf Q, aber auch auf die Fässer übertragen. Genau. Das ist so der entscheidende Punkt. Und du hast halt Cooldown Reduction drauf und du willst ja nur farmen. Ich glaube auch gerade seitdem Schienen keine AP mehr gibt, ist da das ein deutlich attraktiver Start. Mehr Cooldown Reduction heißt auch natürlich häufiger, dein Q zum Farmen, zum Gold hochstecken, auch mehr den D zum Healen benutzen zu können. Und du kriegst ja gleichzeitig trotzdem einen größeren Mana-Pool, was du mit einem Alternativ-Item wie Dorans auch eigentlich erzielen möchtest. Einfach nur mehr. Mann, das ist ein ziemlich guter Trade für Abedage, aber Ignite in der Midlane wird ja nicht mehr gespielt. Also so viel Aggression kann man da gar nicht zeigen. Aber vielleicht den Gegner sogar vertreiben oder noch mehr Corruption Potion Stacks forcieren. Die willst du ja auch zügig loswerden, weil beide Jungler können echt solide Ganks rausbringen. Aber hier hat er kurz überlegt, ob er hingeht. Kriegst du seine Pots schon raus?
mit der Orange da einfach den Trade easy gewinnen können. Kostet natürlich extrem viel Mana. Ja, das heißt, setzt du sie ein, machst du dich drauf gefasst, dein Q nicht mehr als Farm-Ability nutzen zu können. Wobei der Mana-Kristall gleicht aus, also brutal. Damit mit mir am Start zu sein, ist halt wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist halt ein Start, wo du weißt, okay, der Gegner wird dich nicht killen. Wenn das eine Irelia wäre oder sowas, die vernascht den halt brutal. Aber Maokai macht nichts außer pushen, pushen und pushen. Und man sieht es ja an der Positionierung von ihm. Also wenn Frannik ganken will, dann muss es von der Lane aus tun. Das sehen wir eigentlich im Competitive-Bereich unfassbar selten. Ja, Borgen ist jetzt komplett Die Frage ist, was macht er? Kann natürlich auf der Lane bleiben. Relativ gesund, was das Leben angeht. Hat auch noch einen Pot dabei. Oder er benutzt einen Teleport. Kex war schon in der Base. Oh, da kommt der Gragas. Und zack, haben wir First Blood für die Zyra. Ja, ein Auto-Tank-Reichweite kommt er nicht mehr. Forciert trotzdem das Flash. Schön gemacht. Und da sieht man's. Es ist halt. Ja, vor Level 6. Es ist halt vor Level 6. Genau. Keine Änderung so. Ja. Ja. Ois Kanani, der sowieso hier heute, also von allen Junglern meiner Meinung nach, den besten Jungle, das beste Jungle-Passing hatte, ist da wirklich vorbereitet auf den Patch, versucht seine Gangs so effektiv und häufig wie möglich zu setzen, 4 Minuten 50 auf der Botlane zu sein, das ist eigentlich immer ein sicheres Zeichen, zumindest die Summoner's Bait zu bekommen. In dem Fall ist hier Q gar nicht dazu gekommen, Summoner's Bait zu benutzen, oder sofort aus dem Leben rasiert. Ist vielleicht auch gar nicht mal so was Schlechtes, weil wenn er jetzt seine Summoners benutzt hätte, wären Double G und Quicktimer Level 6, bevor er sie wieder hat. Und genau, gegen eben die angesprochene All-In-Comp, keinen Flash zu haben, keinen Heal zu haben, könnte ziemlich fatal enden. Das Q tut auf jeden Fall schon weh mit dem Schien. Frannik muss sich da zurückziehen, denn Kanani war nicht weit. Und nun kann Broken Blade ein bisschen schöner Dodge hier von Kex aufbauen. Oha, er geht aber nicht weiter. Hatte Cooldowns gerade. Aber das war stark gemacht von Kex. Broken Blade hat er gerade gewartet, um das Fass zu benutzen. Und genau als er das Fass... Oh, was war das denn? What? Kex, was ist da los? Kaum hat er einen Puls von 150, flasht er einfach sinnlos. Das war wirklich ärgerlich. Ich meine, die Kanani hätten sie auch so schnell nicht bekommen. Zack, Frannik wird jetzt ebenfalls noch abgebrochen. Das also, ist oh, ärgerlich hochziehen. Und das ist vor allem eine Entlastung für Broken Blade. Maokai, der kein Flash ist, hat überhaupt keine Killpressure mehr. Genau. Das heißt für ihn Farm, 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 Farm. Weil der muss auch aufholen langsam. Obwohl, Kanani vom Level noch ein Stück weit hinten sehen. Geht jetzt aber in Richtung Raptoren und wird dieses Defizit wahrscheinlich ausgleichen können. Die Flashlosigkeit von Kex, das gerade angesprochen, wird ihm selbst wahrscheinlich nicht wirklich gefährlich werden, sondern das heißt einfach nur, dass man zum Beispiel Ganks schwerer realisieren kann oder aber auch Teleport-Plays nicht mehr so realistisch sind. Oha. Aber da geht er vielleicht am Thunderlord brocken mit dem Q-Spell. Geht das irgendwann frei, Kanani, zumindest in relativer Nähe. Tja, und Top-Lane, wie gesagt, der Fall. Und die ist echt groß. Also das kann ein Gangplank noch lange nicht durch sein Parlay ja, so ein bisschen ausgleichen. Muss erst Punkte reinstecken ins Q, damit da auch mehr Gold bei rumkommt. Zack. Am Anfang ist es noch äußerst wenig. Man muss jetzt doch aufpassen, hat wirklich wenig Leben. Also, da geht es natürlich davon aus, dass Frannik nicht in der Nähe ist. Und seine Vision Control ist auch extrem gut. Wäre der River nicht so blau ausgeleuchtet, könnte er an diesem Turm niemals bleiben. Nur weil er jetzt hier so viel Vision hat, weiß er, okay, ich kann safe an einem Turm farmen. Kex wird ihm im 1 gegen 1 nicht diven können. Dafür hat er zur Sicherheit noch Flash, hat auch vor allem die Ult. Und wenn Kex mit so viel Leben unter den Turm gehen würde, dann wäre das im allerbesten Fall für ihn 1:1 Trade. Und das wäre ja für Kex, der ja hier die absolute Lane-Kontrolle hat, nicht worth. Das ist ohnehin eine der Eigenschaften, die Mysterious Monkeys hier mit ins Finale gespielt haben. Und zwar wissen sie über den gegnerischen Jungler so unglaublich viel. Sie sind eigentlich immer dazu in der Lage einzuschätzen, wo sich der gegnerische Jungler befindet. Liegt zum Großteil an der Vision Control, zum anderen an Kanani, der da sehr gut Track hält. Und das bedeutet, dass hier Gangplan relativ easy Zeit hat. Ja, und damit natürlich auch die Möglichkeit, sein Scaling hochzufahren. Hat jetzt auch den Kall geholt, also noch mehr Geld. Gold in seinem Portemonnaie. Hier wartet die Spinne, möchte da gerne mit der Pflanze rüberspringen. Ah, jetzt hat er durch die Wortplatzierung auf jeden Fall gezeigt, dass er drüben ist. Das ging natürlich Double G und Quicktimer ohne Probleme mit. Sind ja auch schon gleich beide Level 6. Ah, Quicktimer braucht noch ein kleines bisschen. Und mit seiner Ult passiert Folgendes. Der Jungler gankt und er stirbt. Ja. Bringt sich einfach selbst. Das ist eine sehr, sehr passende Zusammenfassung von dem, was passieren wird. Und das macht auch vor allem diese eigentlich ja sehr riskante und immobile Zyra Varus-Lane so ein bisschen safer. Zumindest auf der Botlane, was du jetzt angesprochen hast, der Jungler, wenn er gankt, stirbt. Botlane, eine Elise, die reinlaufen will. Ja.
Du hältst sie fest und sie tot. Ja. Ja. Mehr passiert halt gar nicht. Sie kann ja nicht repellen. Das heißt, sie können eigentlich so aggressiv spielen, wie sie wollen, weil sie eh keine Angst vor dem Jungle haben müssen. Ja. Eigentlich eine geniale Lösung. Varus, Syra Lane, all in. Ja, freue ich mich drauf. Macht halt wirklich mehr und mehr Sinn. Ist halt die Utility, die du dadurch bekommst. Ja, aber das Itembild gefällt mir immer noch nicht, dieser Crit Varus, Essence Reaver First. Ich denke aber, du gehst damit ganz stark einen Kompromiss ein. Du hast zum einen diese Lane-Präsenz, die sich durch den Varus bietet, und zum anderen verzichtest du nicht komplett auf einen AD-Carry. Klar, skaliert wahrscheinlich Varus mit dem Crit-Bild nicht so gut wie andere AD-Carries. Du hast den Attack-Speed von der Passive, aber ansonsten nicht wirklich viel, was dir da weiterhilft. Aber du bist natürlich trotzdem ein AD-Carry. Also es ist ja nicht so, als ob ein AD-Carry komplett schlecht mit diesem Item-Build skaliert, gerade wenn du die Lane gewinnst. Es ist nur, dass eben manche das etwas besser tun. Aber wenn man... Du erinnerst dich ja an den Varus, der vor der Armor Pen gespielt wurde. Der wurde auch Full Crit gebaut mit dem E-Max damals noch. Das war super valid. Also da ist man dann über die Passive gekommen, die sich ja nicht geändert hat. Ja. Das ist schon nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Allerdings weiß ich nicht, ob es da nicht doch andere AD Carries gäbe, die Aufgabe ähnlich gut, wenn nicht besser erfüllt hätten. Ah, da sehen wir es. Der Schmerz, selbst mit dem Warhammer, ist relativ groß. General geht raus. Ich muss Double G abfangen. Jetzt muss man aufpassen. Oh, schöne Chain. Schön. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, der Damage reicht halt nicht aus. Aber genau so muss, denke ich, Iguana an die Situation rangehen. Sie müssen versuchen, mit diesen Long-Range Djinn Ults die Lane so unter Kontrolle zu halten, dass der All-In für die Mysterious Monkeys gar nicht möglich ist. Ja, das Schaden reicht ja nicht aus. Also Maokai geht einfach das Mana aus, bevor er wirklich diesen kritischen Damage anrichtet. Da reicht das Barmies natürlich auch noch nicht, um weiterhin konstant Damage rauszudrücken. Und ein Punkt muss bitte noch beachtet werden. Broken Blade ist Gangplank, das heißt, er kann auf der Map helfen. Also du musst halt schauen, dass du jetzt keine ungefähren Trades machst, wo du sagst, okay, da komme ich vielleicht gerade noch so weg, sondern denk an das Bombardement. Er ist 40 Farben. Oh, er flasht dafür, Quicktimer wehrt sich und da sieht man es, der Schaden ist insane. Repel geht raus, das Bombardement direkt da drunter. Karte geht aber nochmal hoch, weil Broken Blade wird halt eröffnet. Jetzt kommt aber noch Kanani dazu. Oh, da ist das Fass, es ist langsam. Aber er traut sich nicht weiter rein. Ignite von Quicktime auch nicht benutzt, das hätte hier vielleicht den Unterschied machen können. Flash von Kanani gezündet, Flash von Double G und auch von Quicktimer. Sehr, sehr viele Summoners, die jetzt hier gezündet wurden. Und overall kommt da Iguana nochmal gut bei weg. Die Frage ist, ob sie diesen Turm noch verteidigen können. Hikyu hat zwar keine Summoners, aber dafür relativ viel Leben und auch einen Jungler, so wie ein Toplaner. Kex teleportet jetzt, das könnte interessant werden. Oh, Quicktimer, du bist so gut wie tot. Wurde es aber nicht festgehalten, er wehrt sich, aber das reicht nicht. Wir haben den letzten Auto-Tag durch. Double G ist auch so gut wie Double tot. Oh, schöner Schild. Gut gebaitet hier an der Stelle. Und Maokai, der stellt sich dem betrunkenen Oktoberfest-Zuschauer ja einfach im Weg. Kommt da mit dem Wehner gut davon. Kekts, alter Schwede. Sidesteppt hier alles. Schön gemacht. Und damit die Iguana Esports, ja, sich trotzdem eine kleine Führung sich erarbeitet, die obwohl die Toplane leidet. Genau, die Frage ist, was jetzt hier Gangplank auf der Toplane schafft. Den Turm auf keinen Fall. Ein bisschen Freefarm, ja. Aber das war overall absolut worth. Iguana kommt zwar vom Gold her nicht unbedingt weit weg. 200 Gold, 100 Gold sind sie vorn, aber man sieht, Midlane kriegt man ein bisschen Schaden durch. Viele Flashes, die wieder gezündet wurden. Und 12 Summoner Spells, alles in allem. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Es waren 12 Summoner Spells in ungefähr 30 Sekunden. Da kann man mal schön ballern. Ja, einfach alles raus und jetzt passiert erstmal für Fidulan gar nichts. Hätte man aber verhindern können, ja. Also man weiß doch, wer hier die Teleports hat und dass da Maokai hat kommen können. Und deswegen viel zu offensiv, dass man da noch geblieben ist, nachdem man hier quasi einfach nur Summoner Spells auf der Botlane und auf der Jungle-Position getauscht hat. Dann muss man sich einfach zurückziehen und nicht greedy für den Tier-1-Turm gehen. Oh, kommt jetzt die Djinn-Ult dazu? Da die Frage, wie von außen? Frannik ist da dabei! Meine Güte, der Schaden! Jetzt sind wir ordentlich hoch, das Fass ging direkt ins Repel Chain of Corruption sitzt, aber man traut sich nicht weiter. Djinn Ult so abschreckend anscheinend. Wow, der hätte doch aggressiver sein können, oder? Djinn Ult ist jetzt zwar nervig gewesen, aber... Ich denke mal, dass Kanani da einfach zurückgegangen ist, weil er Angst hatte, dass der vierte Schuss seinen AD-Carry töten wird. Nee, er war ja sowieso allein, also ich denke, da hätte er eh nicht viel machen können gegen eine Kammer. Ist man da relativ aufgeschmissen. Jetzt in der Mitte Gen-X, zwar nicht in der Lage, wirklich viel Druck auszuüben, vom Farm her aber ganz gut mitzuhalten, hat jetzt den Hex-Drinker und das ist eigentlich alles, was du brauchst als Corki. Wenn du deine Trinity Force fertig hast, dann bist du auch ohne die Lane zu gewinnen sehr, sehr stark. Vor allem auch das Exhaust, ein ganz entscheidender Punkt, denn Corki wird hier in der Lage sein, so ziemlich alles und jeden im 1v1 zu nehmen, wenn er Trinity Force spätestens Gunblade fertig hat. Gerade für Double G könnte das unangenehm werden. Er hat zwar nicht ganz so wenig Reichweite, aber wenn Corki mit einem Package zum Beispiel einmal vorbeifährt, dann kann da ein Varus relativ wenig gegen machen.
Auch ein Gangplank wird nicht viel Spaß haben. Die Kamera dreht vollkommen durch, ey. Sobald ein Ward irgendwo geklärt wird, will sie das erfassen. Sind ja Wards, haben ja während der Season 3 Meisterschaft zu den höchsten Zuschauern. Sobald einer ein Ward klärt. Ist halt so. Es gibt halt einfach die Zuschauerreaktion, ne? Jeder Ward clear wird bejubelt. Das wurde einprogrammiert, sagst du? Ja, ja. Das ist eine bewusste Entscheidung, um höhere Zuschauer in der Ja, rasten sie aus. Ja, da ist noch einer. Das ist das Fallbeispiel. Das ist der Vorführeffekt. Ja, du bist diesmal im Positiven. Ah, sehr, sehr schön. Jetzt warten sie natürlich gierig darauf, bis der Nächste kommt. Aber das Spiel ist halt ruhig. Ich meine, das passiert halt, wenn man Gangplank pickt. Und wir sehen gerade auf der Mimi mit Genax auf dem Weg zur Toplane und dementsprechend der Turm. Das wäre richtig bitter, wenn Mysterious Monkeys jetzt Botlane das Turret First Blood nicht mehr kriegt. Der Turm ist so, so low. Toplane hat man jetzt keine Minions mehr. Gangplank hat hier wirklich die Ulti. Ah. Ja, da kann man mal applaudieren. Ja, ne? Da war sogar noch einer. Da war sogar ein Trinket, aber beim Trinket muss man nicht so laut sein. Ja, muss man auch dazu sagen. Aber ja, wir sehen schon, Reaktivierung der Zuschauer ist natürlich über die Ward sehr einfach möglich. Das hat sich in den Patchnotes auch klar rauslesen lassen. Gab es einen Hotfix? Gab es einen Hotfix bei den Zuschauern. Und jetzt, Leute, Leute, Leute. Oh, 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 oh! Krass. Control Ward, da kann man mal extra laut sein. Ja, die machen ja auch mehr Schaden, die Control Wards. Sehr, sehr schön. Jetzt noch bei jedem Gangplank-Fass. Bei jedem Last. Nein! Zack, da ist es. Die gehen morgen alle mit einer Lungenentzündung hier raus, wenn jetzt bei jedem Gangplank-Fass anfangen sie jubeln. Sehr schön. Wunderbar. Ah. Ja, wobei, so gut wie Kex hier die Fässer ausschaltet, müssen sie vielleicht gar nicht so viel jubeln. Also der macht das wirklich, wirklich. Ja, auch wenn Kex das macht. Keine Diskussion. 30 jedes Fass vorn. Eine Explosion. Vor allem der Turm auch langsam gefährdet. Botlane-Turm ebenso low. Kex aber, der wird jetzt hier den Druck aufrechterhalten, um vielleicht das Turret First Blood noch für sein Team sichern zu können, weil sonst wird Spot bald brenzlig. Frage ist, ob Kanani dagegen antworten kann. Er ist hier im River tätig und die Vision-Kontrolle von Kex lässt stark zu wünschen übrig. Um genau zu sein, hat er gar keine. Flash jetzt wieder. Ich meine, er hat Flash. Er ist Level 11. Zack, da jetzt wieder die komplette Ausrastung. Nani wartet auch auf der anderen Seite. Ich glaube halt noch nicht mal, dass man genug Schaden hat, Maoka hier aus dem Leben zu holen. Nee, der ultet und rennt weg. Ja. Ich denke mal, dass es nicht reichen wird. Gangplank als Charakter, und das war klar in der Laning-Phase. Ja, geben wir den Jungs kurz die Zeit, da zu jubeln. In der Laning-Phase unterlegen. Maokai noch nicht mal mit dem Double Dorans-Bild reingegangen, aber sobald er Sunfire hat, kann er halt sehr, sehr gut mit Gangplank umgehen. Kriegt da kaum Schaden. War hier Dreier-Kombo. Es ist eine Dreier-Kombo gewesen. Ne? Mann, das mit Absicht jetzt. Ich kill nur noch Wards. Das sieht wissen man. Das. Die wissen, dass Scaling wichtig ist. Wards geben ja auch XP. Aber das ist der Klient, der verarscht Frenic, uns ja auch. Frenic. Oh, Cocoon, Quick Timer, mach's gut. Und jetzt die ganze Ultimate für Double G hier an der Stelle. Zack, da ist er festgehalten. Und jetzt wird er totgebissen. Oh, Gangplank. Oh, das könnte halt. Und dann ist er safe raus. Double Kill hier insgesamt für Frenic. Iguana Esports, die wollen den Titel 2016 holen. Jetzt aber eine richtig gute Entscheidung. Kanani auf der Botlane und auch Abedaga auf dem Weg, um diesen Turm zu verteidigen und vielleicht hier noch den einen oder anderen Kill zu bekommen. Die müssen doch hier den Call bekommen von der Mitte, dass da Syndra auf dem Weg ist. Afan low, Frenic low und Abedaga zieht sich zurück. Doch, der Ward nur noch zerstört, Jungs. Absolut kein Ding. Der Midlane-Turm gefährlich viel Schaden. Könnte vielleicht sogar fallen. Genx, nein, geht auf Nummer sicher, richtige Entscheidung. Jetzt aber Botlane wieder gefährdet, Kanani allein, also Botlane-Fan auf allen. Ich meine, irgendeiner von Iguana hätte ihn bekommen. Und das Ding ist, wir haben gerade angesprochen, eine der Schwächen von Varus AD Carry ist, dass er vielleicht nicht ganz so gut mit dem Item-Build skaliert. Und was heißt das? Du hast nicht ganz so viel DPS. Und dann bist du gegen einen 170-Farm First Blood Turret Maokai. Viel Spaß, Double G. Das wird nicht witzig. Das ist nicht lustig. Das ist gar nicht witzig. Meine, er kann sich auch nicht mal richtig schützen. Oder? Du kannst weder mit Zyra noch mit Varus den Engage von Maokai disengagen. Ne? Er sneakt sich ja einfach darunter mit dem W. Absolut kein Ding für ihn. Oh, der Stun! Oh, der hat die Combo gemisst! Oh, scattered the weak. Genax hat auch kein Exhaust mehr ready. Also wäre da der Stun durchgekommen, hätte eine Flash-Ult wahrscheinlich das Nötige getan. Tower jetzt down, Flash engage. Oh nein, er hat ihn nicht zurückgeworfen. Wie bitter, und das ist der Preis. Double G wird hier erledigt werden. Das gleiche gilt für Quicktimer. Frenic schnappt sich hier den nächsten Kill und Kanani macht's gut. Eieiei, da ist Iguana Esports. Da ist alles schief gegangen. Ich habe um ehrlich zu sein diese neue Gangplank Ultimate noch nicht so wirklich beobachten dürfen und habe mal mitgezählt. Und es war halt wirklich dadurch, dass er nicht zurückgeworfen wurde, saß halt tatsächlich so 21. Aber ich glaube, es lag daran, dass er hier so ein Stück weit linkslastig getroffen wurde. Ja, und dann ist er rechts an die Wand geknallt. Genau. Also leider nicht ganz optimal gespielt hier von Kanani. Dementsprechend
3 Kills für die Monkey, für Iguana gegen die Monkeys. Botlane Tower, Midlane Tower und 3000 Gold Vorteil. Drake kommt nochmal dazu. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und hier natürlich wieder die Frage: Worauf kann sich Mysterious Monkeys verlassen? Als nicht solo und wollen. Zack, da kommen gleich 2 Leute rüber. Drüber gepflanzt. Drüber gepflanzt. Zack. Schöner Smite. Ganz, ganz sauber gemacht. Das ist, wir haben es gerade gesehen: Varus AD Carry ist halt High Risk. Medium Reward. Man muss sagen, mit jedem anderen AD Carry wäre wahrscheinlich zumindest das Gankverhalten ähnlich verlaufen. Ja. Wobei natürlich sich jeder andere AD Carry noch auf sein Scaling oder zumindest fast jeder verlassen könnte. Varus pickst du, zumindest vermutlich, weil du die Lane gewinnen willst. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Ja, Kanani hat noch sein ganz normales Key zur Verfügung, bringt aber nichts. Also ohne Bauchhammer geht er dann nirgendwo hin, beziehungsweise ohne die Flash-Kombo. Ultimate ist auch, glaube ich, jetzt erst wieder auf Cooldown, beziehungsweise nicht mehr auf Cooldown. Kann diese einsetzen. Frenic steht einfach 5-0-1. Ey, der hat sich auch den Protobelt gegönnt. Der kann jetzt hier wahrscheinlich jeden, der nicht Gangplank hält, one-shotten. Auch kann auch Gangplank one-shotten. Für den Gameplay seid alles andere als Dengi. Ich wollte eigentlich sagen, der nicht Gragas heißt. Aber ja. Aber auch Double G, ja, der ist tot. Double G ist double tot. Zack. Oh, schön den Kill abgegeben. Das finde ich gut. Noch einen braucht die gute Elise gar nicht. Harold hat sich auch verabschiedet mit 1-9. Ich denke, mental hat man schon Mysterious Monkeys gebrochen an der Stelle. Toplane Tower kriegt man aber. Und man muss sagen, der Goldunterschied ist vergleichsweise klein. Dafür, dass es 1-9 steht, hier nur 2.500 Gold hinten zu sein, ist immer noch gar nicht mal so viel. Liegt natürlich zum einen sehr viel an dem Kall und der Gangplank Passive. Das sind bestimmt 1.000 Gold inzwischen. Aber overall eben auch daran, dass sie zumindest, was das Turmgold angeht, gut mithalten konnten. Aber vom Kampfverhalten her, Mysterious Monkeys bisher sehr, sehr schwach. Die Frage ist, ob das vielleicht die Syndra ändern kann. Oh, der Engage, nicht schlecht. Da hat sich der Erste, die Portland hat sich komplett verabschiedet. Das ist fast quasi zur Demütigung noch hingefeuert. Das ist aber riskant. Ja, aber da hat viel zu wenig Leben. Corki noch da. Ich weiß gar nicht, ob das so riskant ist. Oh, das ist natürlich die Honeyfruit, nicht schlecht. Hat sich wieder komplett hochgeheilt. Das ist ja wirklich not bad. Also jetzt versucht man es, aber sie leiden. Also Maokai wird jetzt hier reingehen und er wird 3 Leute mitnehmen. Erstmal schön den Baron arbeiten lassen. Das ist ein bisschen zu früh hier. Zu nah rangegangen. Oh, what? Der Flash nach oben. Hat auf jeden Fall alle verwirrt. Bis auf die Analytiker hier an der Stelle. Kex macht sein Ding weiter. Gleich explodiert die Ultimate. Die Bombe sitzen. Oh, der geht da rein. Der will schon wieder sterben, der Jennax. Kann nicht mal kalten. Eieiei. Offensive Valkyrie ging noch nie gut in League of Legends. Das haben wir von Jennax heute schon zum 8. Mal gesehen, dass er wirklich mit allem nach vorne ist. Ich glaube, dass das gerade leider ein Package war, was ihm ausgelaufen ist. Also als wir ihn auf der Midlane gesehen haben, hatte er sein Package noch. Und wäre er damit im Package durchgefahren, dann wäre das auf jeden Fall gefährlich geworden. So aber hat er sich selbst nur in den Tod befördert. Exhaust auch gar nicht benutzt. Wozu auch? Er hat einen Kill davor bekommen. Man hätte hier einfach rausgehen können. 1-1. Wäre alles gut gewesen. Baron wurde verteidigt. So gibt man Mysterious Monkeys nochmal einen Kill und zumindest so ein bisschen die Chance, hier vielleicht wieder die Kontrolle zu übernehmen. Weil sie sind nur 1.300 Gold hin, das ist absolut gar nichts. Und natürlich Das ist doch eine relativ eindeutige grafische Darstellung von dem Package, das man sehen sollte. Mal kurz. So eindeutig war es an der Stelle anscheinend nicht. Ich meine, es hält ja nicht lange, es hält einfach eine Minute. Gehabt. Naja, da kein Package mehr. Dann war's aber es war eine schöne Theorie. Jennax hat das eben schon im ersten Spiel gemacht heute gegen ESG, dass er da von der Flanke in 5 Leute reingewalkürt ist. Ist auch da nicht so gut gegangen. So gibt man jetzt Mysterious Monkeys das dringend benötigte Comeback. Und man darf nicht vergessen, die sind, was das Gold angeht, nicht so weit hinten. Absolut nicht. Also 1000 Gold ist quasi vernachlässigbar. Cool. Und das ist eben, wenn man sich die Stats anschaut, schon jetzt mit den 5-10 Kills etwas nachvollziehbar. Ja, aber es ist aber eine übelst geboostete Verteilung. So. Also du hast halt über 4 auf Gangplank. Ich meine, du hast halt kein ADC. Ja. Genau, das ist das Problem. Das ist halt Gold spielt, finde ich, überhaupt keine Rolle. Du hast wieder diese unschöne Verteilung, dass dein AD Carry behind ist und der gegnerische Toplaner ahead ist. Und wenn wir hier mal kurz hinschauen, dann sehen wir das. Oh. Ja, sehen wir schon. Sehen wir das Kekis, ja. Kekis ist nicht irgendwie ahead. Kekis ist 1600 Gold vom AD Carry. Normalerweise sagt man, wenn der Toplaner gleich viel Gold wie der AD Carry hat, dann wird das für den AD Carry im Midgame unmöglich. Und jetzt ist er 1300 Gold ahead. Und ist ein Tank. Es gibt ja noch weiche Toplaner. Aber nein, das ist ein Full Tank. Volles Tank könnte sich jetzt hier vielleicht noch ein Gauntlet sichern. Leute. Ah, wunderbar. Absolut wunderbar.
Da steigt doch der Puls bei den Spielern, wenn so ein Wort explodiert. Ja, die fragen sich, was hier zur Hölle los ist. Aber das Spiel hat, und das kann man mal so betonen bislang, oder die komplette Finalserie hat so viel Applaus definitiv verdient. Absolut. Eines der schönsten Spiele und schönsten Serien, die man hier gesehen hat. Und die meisten, Spiel muss man dazu sagen, haben 3 Games predicted. Also dafür muss auf jeden Fall Mysterious Monkeys hier irgendwie noch das Comeback finden. Und das ist halt, es liegt halt auf den Schultern von Broken Blade. Also selbst Abedage kann halt, also kann jetzt gerade Genax nicht töten. Also er wird ihn nicht one-shotten, das passiert aber nicht. Er muss halt HeQ treffen und HeQ wird halt von allen möglichen Seiten geschützt. Die Quarks sind aber wirklich delicious für Gangplank, muss man sagen. Ja, ja. Geben ja jedes Mal extra Gold durch die Fässer. Aber er muss sie auch mit dem Fass erledigen. Ja, aber es stimmt schon. Er hat 8 Stück mit dem Fass erledigt quasi. 200-300 Gold mindestens eingecashed. Hat sich jetzt auch Maw auf meinem Mortius gekauft. Das ist nämlich ein weiterer Punkt. Iguana Esports hat eine sehr intensive Schadensverteilung in Richtung magisch. Djinn ist hier die einzige physische Schadensquelle. Oh, jetzt kommen die Djinn-Ultimate. Die Frage ist, will man TPen oder nicht? Maokai ist da. Der ist genau hier. Der kommt jetzt auf Abedage. Wird das mal zur Seite gedrängt. Protobelt Engage von Frenic hat nicht funktioniert. Oh, Stock ist fast! Disengage hier einfach alle Leute, bis man Double G quasi gerettet hat. Und jetzt muss Kex leiden. Ultimate ist hier ein bisschen zu Ende gegangen. Man kann hier die Situation nochmal entschärfen. Teleport dafür verwendet. Broken Blade ist dazugelaufen. Er kommt hier von der Seite! Djinn mit dem letzten Auto-Attack. Kanani zieht sich da zurück. Er wird damit nichts zu tun haben. Aber man hat es gerade gesehen, Double G im 1 gegen 3 gegen Kex nicht in der Lage gewesen, zum einen ihn irgendwie gefährlichen Schaden zu verursachen und musste sogar wegflashen, ja, weil er sonst gestorben wäre gegen den Full Tank im 1 gegen 3. Das ist jetzt Sunfire, das heißt also, da ist einiges an Schaden mit am Start. Ja, wir wissen ja, Full Tank macht mehr Schaden als Full Damage. Das ist halt einfach so auf der Top Lane. Oh, da flasht er rüber, nimm die Tower Argo und Double G machst du. Du hast da null Chance gehabt hier. Gragas fast auch nicht zu spüren, Frenic protobeltet und flasht sogar noch zur Sicherheit weg. So ein bisschen übertrieben. Ah, aber Dagger hat noch Ulti, da muss man aufpassen. Kanani, du hast zwar ein schönes Schild, aber bist nicht unverwundbar. Das war naiv. Hoch 10 und wurde auch bestraft. 5-13, was die Kills angeht, für Iguana Esports. Auch die Iguana Esports Flashes waren da vielleicht ein Stückchen übermotiviert. Jetzt aber hier eventuell der Baron-Versuch. Das gegen die Syndra extrem riskiert. Trap, absolut richtige Entscheidung, Kex. Nee, ich glaube, die richtige Entscheidung ist, es loszulegen. Wird zumindest nicht vom Smite her gefährlich. Kanani noch 15 Sekunden. Oh, schöne GP-Ult. Aber Gangplank-Ult spottet das Ganze und macht auch noch viel Schaden. Oh, mach's gut! Weggeblastet vom Koken. Abedage, der ist ebenfalls down. Und die Ultimate ist verschwunden. Na, die ist einfach, hat sich einfach in Luft aufgelöst. Versucht man es jetzt nochmal. Kanani lebt, aber wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig da sein, auch Double G jetzt mit dem Q-Snipe. Nee, der kommt, glaube ich, auch nicht mal rechtzeitig. Das ist der Free Baron für Iguana Esports und damit die, ja, ungefähr 6.000, 7.000 Gold Führung. Und man darf nicht vergessen, wenn sie das jetzt hier gewinnen, dann gehört der Pot ihnen. Dann haben sie das Ganze tatsächlich geschafft, den Favoriten des Turniers geschlagen und sich im Finale 2-0 durchgesetzt. Das wäre auf jeden Fall... Oh, der Arme. Ich meine, er hat das Q schon gedodged. Das ist halt gut, so bitter. Sagen, du musst sagen, ne, wenn du gerade überlegst, das war gerade ein Level 12 AD Carry gegen einen Level 16 Midlaner. Der eine steht 0-5, der andere 4-1. Und dafür war es vergleichsweise close. Wäre das ein... Ja, super close. Corki ist da nur mit 95% Leben rausgegangen. Also das war wirklich super close. 95% hat noch Exhaust. Hat noch Exhaust. Ja, das ist, ja, das ist ein bisschen gerundet, aber ich sage mal so, wäre Double G ein bisschen besser im Spiel und Genex ein bisschen schlechter, wäre es knapper geworden. Ja, der hätte sich das wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Nicht wirklich. Naja, 15-16 also. 6.000 Gold Vorsprung. Man muss immer noch sagen, Gangplank hält die Waage sehr, sehr weit nach links. 12.000 Gold hat er. Sein ADC hat 4.000 weniger. Ah, das ist halt schon sehr unangenehm. Corki außerdem mit dem Package, das bedeutet, hier wird erstmal auch ein bisschen runtergefahren auf der Mysterious Monkey-Seite. Gegen das Ding willst du halt nach wie vor nicht kämpfen. Ah, und jetzt langsam erreicht man hier auch ein Level, wo man sagt, oh, es liegt halt nicht an diesem Barus. Die Old Frenic, der muss repellen, aber wenn er runterkommt, ist er definitiv so gut wie tot. Er lebt. Okay, oh, da kommt das Paket. Aber es reicht nicht aus. Kex den 100. Towershot mit. Und er lebt ja immer noch. Lebt immer noch. Was ist denn hier los? Jetzt ist er gefallen, aber zu welchem Preis?
aktuell noch nichts. Der Turret ist down. Oh, das Paket hätte ich verquer gemacht, muss ich sagen. Das wäre geil geworden, wenn das auch Schaden gemacht hätte und nicht nur die Leute weggeworfen hätte. So wäre es ein 1-0-Track geworden. Der Tank fehlt. Man versucht sich hier trotzdem im Inhib-Turret, zieht sich jetzt wahrscheinlich aber... Oh, da geht er nach vorne. Die Ultimate interessiert ihn nicht. Holt ihr den Double? Sehr schön. Oh, wieder wird er von Arrow vernichtet. Broken Blade. Der muss sich zurückziehen. Holt den ersten. Ab schöner Shutdown. Kanani ebenfalls fleißig. DQ. Oh, der hat das QSS gezündet, obwohl er gar nichts ist. Jetzt ist er geslowt und dann ist er tot. Schön gemacht. Also, Mysterious Monkeys geben sich noch lange nicht auf und konnten den Inhibitor verteidigen. Das war wichtig. Aber es war auch ein bisschen übertrieben. Minimal greedy Minimal. Auf jeden Fall. Trotzdem an sich nicht schlecht gespielt von Genex. Ich glaube, wäre er da der Einzige gewesen, der aggressiv reingeht, dann wäre das worth. Er hat ja 2 Kills gekriegt, dann im Endeffekt selbst gefallen. So aber hat man, ich glaube, 3 Kills bekommen, den Inhib Turret. Allerdings Mysterious Monkeys hier auch wieder 5 Kills gegeben und vor allem davon 3 auf Double G, die er bitter nötig hatte. Ja. Hat jetzt hier gute 1500 Gold mit dem einen oder anderen Shutdown noch erhalten und kann damit seinen Itembild zumindest ein bisschen aufbessern. Ist hier 1000 Gold hinter HQ, das ist noch möglich. Also Mysterious Monkeys hier auf jeden Fall noch nicht raus, aber es sieht trotzdem ziemlich, ziemlich düster aus. Einfach nur, weil Iguana verdammt gut auch performt. Ja. Du darfst aber nicht vergessen, dass Double G selbst mit diesen 3 Kills, die er gerade bekommen hat, im nächsten Teamfight wieder ein Problem haben wird. Und das trägt auch einen Namen und heißt Maokai. Mit Iceborn. Miokai. Miokai wird nämlich schön bei Double G im Gesicht hängen. Also ich denke, die entscheidenden Faktoren werden hier Syndra und wahrscheinlich eher Gangplank werden. Gangplank hat jetzt Infinity Edge, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Ghostblade nicht gewählt, gegen so viel Rüstung wahrscheinlich auch nachvollziehbar, entscheidet sich auch nicht auf Last Whisper oder irgendwas in die Richtung zu gehen, sondern er wählt die Squishies hier. Double G, da ist ein Baum als Katze verkleidet. Ich hätte Flash. Da zieht er sich zurück. Warum flasht er nicht? Ich glaube, das wäre ein Freekill. Ja. Also ich meine, er hat Informationen auch über die Summoner Spades, die er natürlich getimed hat. Und er weiß... Double G hat auch Flash, ne? Double G hat noch Flash und Heal. Stimmt. Das heißt, da jetzt zu traden wäre vielleicht nicht super worth it. Vor allem ohne Follow-Up-Schaden. Das ist halt deutlich juicier, wenn du da so eine Djinn-Ultimate noch hast. Ja, sein Flash ist ja auch so eigentlich eines der Haupt-Engage-Tools, die Guana hat. Also das Zoning-Tools auch. Eines der Haupt-Zoning-Tools, wenn nicht das einzige. Dass sie hier zusammen mit dem Cocoon haben. Wo wir wieder beim Thema sind, Flash zu haben, erzeugt natürlich auch nochmal Bedrohung. Also overall wahrscheinlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung hier, nicht flashen. Nun, Botlane das Duell, Gangplank mit ziemlich guten Farmen und auch Items gegen Maokai. Das könnte sogar relativ knapp werden. Also Gangplank kann auf jeden Fall safe die Wave clearen. Das Problem ist nur, da ist kein Tower mehr zum Verteidigen und so ein Inhib. Oh, das war gerade 0 Schaden. Das Fass ist auf jeden Fall hier nicht richtig worth gewesen für Gangplank. Da fehlen einfach die Penetration-Werte. Auch wenn er eigentlich einen Grundwert haben sollte, kommt er gegen 256 Armor Maokai irgendwie doch nicht so klar. Aber das Q macht auch ziemlich viel Schaden. Also es kratzt schon mal an der Oberfläche von dem Kätzchen hier. Mortal Reminder jetzt fertiggestellt bei Double G, um diesem Heal so ein bisschen entgegenzuwirken. Auch um Elise ein bisschen Heal wegzunehmen. Vor allem auch Corki mit dem Gunblade. Das war auf jeden Fall eine richtige Wahl. Die Frage ist, ob es jetzt reicht, damit diesem Maokai gefährlich zu werden. Der hat 256 Rüstung hat. Ich denke nicht, mit dem nächsten, hoffentlich mit Infinity Edge, könnte es bei Double G etwas besser aussehen. Aber dann hat HQ langsam auch ein Fullbit. Man darf nicht vergessen, wie brutal ein Crit Djinn ins Late Game skaliert. Ja. Sobald er die Infinity Edge hat, sind wir in Pain Country angekommen. Ja, willst du keinen Perso haben. Nein, nein, nein. Auch noch nicht mal eine Aufenthaltsgenehmigung. Da willst du, wenn dann nur, sehr kurz illegal sein. Noch nicht mal Urlaub. Painland. Wobei einige mögen ja Painland. Aber einige nicht. So, zack, Tank Battle. Da passiert eigentlich gar nichts. Bis auf Flash gekoont. Kanani. Das Fass geht raus. Oh, Corki zersägt, beziehungsweise zersägt sich selbst. Der lebt. Double G wurde ja auch nochmal ordentlich zerstört, kann man sagen. Er lebt und hat sein GA noch gerettet. Das war wichtig, aber HQ trotzdem in der Lage gewesen, hier gemeinsam mit seinem Team Abedage und Double G, der keine Summoners benutzt hat, abzuräumen. 4-3, damit jetzt für 30 Sekunden. Der Inhib sollte wahrscheinlich fallen. Mehr ist die Frage. Ich denke, beim Inhib wird es bleiben. Boon geht erstmal sonst wohin. Man will versuchen, diesen Inhibitor irgendwie gefährlich zu werden. Broken Blade, der leidet hier ordentlich, kann von Karma festgehalten werden, aber hier sich nochmal mit dem Flash befreit. Fässer sind da, man will den Supporter haben. Kanani, der will sein Guardian loswerden. Der ist schon nochmal zur Seite. Getroffen. Übersteht das Ganze. Knappe Geschichte, aber sauber Inhib, zumindest für Iguana Esports. Und vor allem Botlane Inhib heißt Drachen Barons. Vor allem Barons sind deutlich attraktiver jetzt und den haben sie schon einmal ziemlich sneaky geschafft.
wahrscheinlich auch ein weiteres Mal. Vom Gold her ist es immer noch machbar, denke ich, für die Mysterious Monkeys. Aber overall nimmt das Spiel schon einen ziemlich unschönen Charakter an. Und da ist die Botlane, die wir ja zum einen kritisiert haben, zum anderen aber auch eigentlich nachvollziehen konnten, ziemlich beteiligt dran. 14 von 20 Toten. Ja, das hört sich jetzt hart an, aber sagen wir mal ehrlich, das wäre mit jedem anderen Carry, AD Carry genauso ausgegangen. Vielleicht mit einem mobilen wie Ezreal oder Sivir als Spacechen nicht, aber... Ja, aber wenn du halt 0-6 irgendwann hinten bist, dann kommst du einfach nicht mehr rein. Und jetzt ist er gezwungen, QSS als nächstes Item zu holen. Das heißt, Infinity Edge lässt weiter auf sich warten, während Jhin diese natürlich... Er hat es gerade fertiggestellt. Er hat sein eigenes Infinity Edge gerade beendet und damit natürlich perversen Schaden auf dem letzten Autotech und auch auf der Ultimate. Ja. Das ist ja ebenfalls ein. Und auch 80% Crit allgemein. So, der zoned hier wie blöde Quicktimer. Der ist schon tot. Der stirbt einfach in der CC-Chain. Letzter Schuss könnte gegen Kanani folgen. Der hat sich sofort ins Garnier gegeben. Baron aber dadurch abgebrochen. Schöner Flash, aber wird festgehalten von 1000 Kilometern Redemption. Aber er muss ins Garnier. Oh, schöner Flash! Die letzte Rakete hat aber nicht getroffen. Aber die übernächste. Wollen die das sehr, jetzt hier sehr schön gemacht. 30, 40 Sekunden hat man Zeit. Ja, man kann ja locker den Baron holen. Ich dickere... Nee, die holen jetzt den Baron, die haben ja noch die Schilde ohne Ende zu verfügen. Ja, Redemption ist zwar schon draußen, also da kann man nicht nochmal gegenheilen, aber der Baron selbst hält jetzt hier auch nicht unendlich aus. Man hat ja zwei ordentliche Damage-Dealer da dabei, wobei Jhinnax sagt, nö, kein Bock jetzt, ich nehme erstmal die Honeyfruit. Ja, aber auch nicht alle. Es ist halt wieder die altbekannte Zwei-Wörter-Strategie. Und es ist der Rylai's Corki. Nice! Ja. Endlich. Endlich. Die Raketen mal. Sollen slowen, damit er nicht mehr so schnell wegrennt. Und auch das E. Das wird halt die ganze Zeit schön und slowen. Und er ist vor allem verdammt nochmal tanky. Damit hat jetzt Maw. Und nein. Warum hat er einen Lasmus-Bot bekommen? Lasmus-Bot ist sehr gut, weil ein Drittel seines Schadens muss aber, er ja aber boosten. Ich meine, es ist ja das Interessante. Es soll ja 50-50 sein. 50% seiner Auto-Attacks. Das Interessante ist aber, ein Lasmus-Bot ist ja keine seltene Begebenheit auf einem Corki. Das sehen wir ja ab und zu wirklich. Aber warum? Ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wir haben bei Kanani ungefähr 120, 130 Rüstungen. Dann haben wir Seekers Armguard und das war's. Und Corki macht 80% Match Damage und er geht sogar auf einen noch mehr hybridlastigen Bild. Warum dann Last Whisper? Ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es wird jetzt nicht das Spiel gewinnen oder verlieren, aber es ist verdammt viel Gold, was einfach nichts bringt. 1400 in den Sand gesetzt. Das ist ja, wenn du ein Penetrations-Item kaufst, dann ist es ja meistens sogar den Void Staff als letztes Item. Damit hat man eine höhere Winrate, ja. Damit ist zumindest die Winrate höher, genau. Das macht auch mehr Sinn. Natürlich ist bei Last Whisper nicht zu vergessen, dass es zumindest ein bisschen zusammen mit dem E skaliert, aber das tut ja Void Staff auch. Und eben, ja, wirklich, es sind wirklich nur diese 50% der Basic Attacks. Wenn auch Trinity Force. Und Trinity Force. Aber wenn er auf Rylai ist, also ich glaube, selber. Frenic! Redemption ist raus. Sollte sich. Oh, Repel. Wow. Der hier von Redemption kommt nicht durch, wenn man. Nein. Fürs eigene Team auch nicht. Das heißt, Repel. Wenn du gehealt bist und Summoner hier benutzt, dann wirst du auch nicht gehealt. Beziehungsweise, wenn jemand neben dir das. Das hätte ich auch gedacht, aber bei so einem AOE-Gelumpe hätte ich. Jo. Du bist ja nicht auf der Karte quasi. Du bist nicht existent. Keks auf jeden Fall. Sehr, sehr aggressiv. Keks. Geht hier rein an den riesen Schild. Oh mein Gott, Jhinnax. Der rasiert da komplett. Heilt sich da die ganze Zeit dank des Gunblades gegen. Und da sehen wir schon Double Kill für Jhin und insgesamt und Iguana Esports. Die suchen hier auf jeden Fall den Pokal. Das haben sie ihre Stühle schon weiter nach links geschoben, denn er wird in greifbare Nähe gelangen. Er sieht es schon, der nächste Turm wird hier angegangen. Ultimate ist da. Kanani wird fokussiert werden. Er hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, aber man kann mit einem Champion, der kaputt genervt wurde, hier anscheinend nicht mehr antreten. Das ist der Titel. Und das soll es gewesen sein. Iguana Esports ist der offizielle Meister 2016 im Winter Duisburgs. Sehr, sehr starke Leistung gebracht. Vor allen Dingen ESG geschlagen. Zweimal nicht der Favorit gewesen und es allen gezeigt. Absolut hochverdient hier. Jeder einzelne Spieler eine ganz, ganz starke Leistung gezeigt. Und ja, wie schon erwähnt, ESG geschlagen. Damit quasi als neuer Favorit so ein bisschen ins Finale. Wobei natürlich Mysterious Monkeys auch kein leichter Gegner war. Trotzdem hier 2:0. Ziemlich eindeutig, vor allem im zweiten Spiel. Das erste war dann doch ein bisschen haarsträubender. Das zweite aber ein ziemliches Drüberrollen. Die Sneaky Picks gerade auf der Botlane haben nicht funktioniert bei den Mysterious Monkeys. Aber ich denke trotzdem,
trotzdem, auch an Sie kann man für diese doch spannende Serie ein Lob aussprechen. Ja. Absolut sehenswertes League of Legends hier. Und wenn das Niveau der zukünftigen ESL-Meisterschaften ist, dann kann man sich gerne mehr davon. Also gerade das erste Spiel dieser Finalserie war für mich eines der besten Spiele der letzten Zeit, die ich gesehen habe. Auf Augenhöhe, 40 Minuten lang, höchst interessant. Sehr viel Gefeite, aber das macht natürlich beim Zuschauen besonders Spaß. Jetzt absolut kann man sich den Pokal greifen. Dürfen wir schon? Ist das schon erlaubt? Ne? Kommt aber Feuerwerk, also aufpassen. Kommt da nochmal ein Gast? Yay! Iguana eSports! Deutsche Meister 2016 im Winter. Duisburg bebt. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Absolut verdiente Leistung und nochmal ganz, ganz großes Lob von unserer Seite. Ja, danke an Duisburg, danke dafür. Das ist eine Wahnsinnsstimmung, war besonders toll. Iguana eSports ist der deutsche Meister 2016. Ein großen Applaus nochmal. Ihr habt die Serie genommen in zwei ziemlich schnellen Spielen. Und du hast heute auf jeden Fall, du hast Syndra gespielt, du hast Korke gespielt. So, wie war generell der Tag für dich so in der Vorbereitung? Hast du die Picks bekommen, die du wolltest? Und vor allem der Korke, der ist wieder in der Midlane. Bist du darüber sehr froh? Ja, also ich habe viele Picks vorbereitet und es hat auch sehr gut geklappt und ich bin allgemein ziemlich zufrieden über den Tag heute. Das war sehr erfolgreich. Die generelle Entwicklung eures Teams, du standst auch schon mal im Finale und bist jetzt quasi hier mit Iguana am Start, so dass es jetzt dein, der Traum quasi in Erfüllung gehen kann, ist auf jeden Fall was Schönes. Wie war so generell die Entwicklung von eurem Team und wie siehst du eure Zukunft? Also die Entwicklung von unserem Team ist gut verlaufen, es waren einige schwierige Steine dabei, aber wir konnten diese Probleme beseitigen. Und für die Zukunft, ich hoffe, dass wir auch Erfolg in dem Challenger Series Qualifier haben und dann kann man ja mal gucken, wie weit man kommt. Siehst du es generell, die deutsche Szene, jetzt wo du es so ein bisschen mitbegleitet hast, wie hat sich die deutsche Szene für dich so entwickelt in den letzten Turnieren und was war das heute für eine Reihe für euch, hier ins Finale zu kommen, dann auch 2-0 zu gewinnen? Hättest du gedacht, dass es so eindeutig für euch wird oder war es eigentlich immer Kopf an Kopf? Also ich glaube, die deutsche Szene hat sich sehr gut entwickelt. Also wenn ich auf ein paar Jahre zurückschaue, ist es viel stärker geworden. Und was war die andere Frage nochmal? Also generell einfach, wie du dich selber in der Szene fühlst und ob es einfach so, auch so abgelaufen ist heute, wie du es erwartet hättest. Ja, also ich habe schon sehr gehofft, dass wir gewinnen, aber ich dachte nicht, dass wir gegen Maimo 2-0 holen. Ich dachte eher, dass es 1-2-1 wird, aber ich bin ja sehr zufrieden. Mit was für einem Gefühl war das so ein bisschen, heute gegen ehemalige Teammates zu spielen und auch teilweise zu gewinnen? Ja, das ist immer ein sehr cooles Gefühl, gegen seine alten Teammates zu spielen. Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, du und dein Team, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Iguana eSports, der deutsche Meister 2016, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Großen Applaus. Dankeschön für 2016. Wir verabschieden uns in den Dezember und wünschen euch noch ein schönes Restjahr. An alle Leute aus der Halle, in der Lobby wird noch ein bisschen nachgefeiert. Könnt ihr auf jeden Fall runterkommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns. Die ESL ist raus für dieses Jahr. Tschüss. Danke sehr.